Servus Leute, Chris zum Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Die vierte SDG der SDG-Woche, heute ist Rapid Wien dran. Und an der Stelle auch wieder Dankeschön für das Feedback auf die letzte SDG mit Valencia. Also überragend einfach, wie die ganze SDG-Woche bei euch ankommt. 150 Likes auf diese SDG und auf die folgenden. Und ihr bekommt übernächste Woche eine weitere SDG-Woche, Leute. Und ihr wisst Bescheid, also lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne auch einen Kommentar mit weiteren Vorschlägen von Teams für eine SDG-Woche. Und ansonsten abonniert gerne auch kostenlos den Kanal, wenn euch das ganze Ding hier zusagt. Und ja, das Intro will ich gar nicht so lang strecken. Ich versuche jetzt mal ein bisschen weniger zu kommentieren in den einzelnen Saisons. Versuche euch einfach ein bisschen weniger pro Saison zu zeigen, weil mit Rapid wird es mindestens 5, 6, 7, vielleicht auch 8 Saisons geben, weil das Team zeige ich euch gleich. Also ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Die Facecam verschwindet. Los geht's. Saison Nummer 1. Vorbereitungsturnier gegen Ströms Gottset, Molde FK und FC Cordoba. Unser Team aktuell in Bestbesetzung seht ihr im Hintergrund. Durchaus, ja, in Ordnung gehend auf jeden Fall, will ich einfach mal behaupten. Joel Linton haben wir nur ausgeliehen. Deshalb müssen wir auch da gucken, dass wir weitere Spieler verpflichten. Ich habe bereits ein paar gescoutet, habe bereits auch alle Verträge verlängert. Und unser Transferbudget ist bei 7,2 Millionen. Das geht klar. Die ersten Transfers zeige ich euch natürlich und dann abrunden auch, wie das Vorbereitungsturnier ausgeht. Bisher haben wir zweimal 1-1 gespielt und somit ist das letzte Spiel jetzt dann auch direkt das Entscheidende. Wir müssen weiterkommen, weil wir auf das Preisgeld angewiesen sind. Also alles dran setzen, wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Ein Punkt reicht hier nicht aus, wir skippen das Ding direkt. Nach der Führung für die Gäste können wir das Ding dann doch noch drehen. Doppelpack Schaub und Joel Linton trifft einmal. Der SV Darmstadt also im Halbfinale. Es ist das deutsche gegen das österreichische Duell hier. Und wir, denke ich, rein qualitativ ein bisschen im Nachteil. Soll aber natürlich gar nichts heißen. Wir skippen das Ding. Es wird leider dank Blatte ein 1:0 für Darmstadt, der in der 90. Minute trifft. Und für uns ist also im Halbfinale Endstation. Bedeutet, wir können uns jetzt umso früher auf die Vorbereitung, auf die ganzen Transfers konzentrieren. Ich habe hier bereits 4 Spieler. Der erste ist Alderete, der fällt leider raus, weil er kürzlich erst zum Verein gewechselt ist. Aber in der Wintertransferphase möchte ich den Paraguayer eigentlich unbedingt holen. Marisic, der spielt bei Sturm Graz, den will ich eigentlich auch gern haben. Ziemlich teuer, was das Verhältnis angeht. Er ist aber auch erst 17 und hat schon eine 69 und ein 83er Potenzial. Cotrone kennen wir natürlich noch und Galdames will ich auch haben, Leute. Also jetzt setze ich mich erstmal dran. In erster Linie will ich Cotrone, weil ich will einen Stürmer. Knapp 3,5 Millionen abgemachte Ablösesumme und jetzt wollen wir den Deal mit dem Italiener hier perfekt machen. Der will zwar für unsere Verhältnisse hier sau viel Gehalt, knapp 50.000, da ist unser ganzes Gehaltsbudget, was wir anfangs hatten, jetzt schon mit ausgeschöpft, aber das machen wir trotz allem perfekt, weil er ein 85er Potenzial hat, wir natürlich auch noch aus der Celtic SDG wissen, dass er sich schnell verbessert und wir somit dann auch innerhalb kürzester Zeit wieder Profit mit ihm machen. Marisic wird der nächste sein, wir treffen uns jetzt einfach mal mit Sturm Graz, das Geld reicht leider nicht für Caldames, aber es laufen Angebote bereits für Spieler, die wir eventuell verkauft bekommen. 1,6 Millionen sind wir jetzt stehen geblieben, der Vertreter von Sturm Graz möchte noch etwas Bedenkzeit, ja okay, das wird sich jetzt nicht um wirklich viel Millionen handeln, also wenn, dann geht es um 100.000er Verträge. Aber sie akzeptieren das Angebot, 1,6 Millionen, deshalb machen wir das ganze Ding jetzt hier fest mit dem Österreicher von Sturm Graz. Und auch an der Stelle verzeiht mir auf jeden Fall Betonungen, die nicht wirklich richtig sind, was die Aussprache angeht, was das ganze Österreichische und sowas angeht, Leute, wirklich Betonungen, verzeiht mir das Ding, Marisic ist da, 9.000 Gehalt, 5 Jahresvertrag. Thomas Murk verlässt den Verein, der erste Abgang ist perfekt, SKA Khabarovsk, was auch immer das für ein Verein ist, 1,4 Millionen sogar die Ablösesumme. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Spielmodus der österreichischen Bundesliga. Alle, die von dort kommen oder sich mit der Liga beschäftigen, bitte unten in den Kommentaren mich jetzt verbessern. Ich habe das ganze Ding ein bisschen nachgelesen, aber nicht alles, deshalb einfach immer nur so auf Lücke durchgegangen. Und ich glaube, das Ding ist so, es treffen alle Teams jeweils 4-mal pro Saison aufeinander. 2-mal jeweils daheim, 2-mal dann jeweils als auswärts genanntes Team. Und wir haben, glaube ich, hier keinen festen Platz für die Champions League, bedeutet der Erstplatzierte. Und ich glaube, so wie ich es hier verstanden habe, auch der Zweitplatzierte dürfen in die dritte Quali-Runde für die Königsklasse. Und Platz 3 und Platz 4 ist dann irgendwie noch was mit Europa League, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Gerne unten die komplette Erklärung einfach für mich, dass ich es verstehen kann, unten reinschreiben. So in der Richtung läuft das Ganze aber auch. Stefan Auer wechselt zum Wolfsberger AC für über 500.000 und wir sind mittlerweile so weit, dass jetzt dann Mattersburg, ich glaube das Logo ist Mattersburg, oh ja, gerade so gerettet, auch schon hier zur Saisoneröffnung wartet in Wien, Heimspiel 22. Juli. Wir wollen hier direkt erstmal 3 Punkte. Ich will natürlich als eigentlicher Mitfavorit auf den Titel auch gut abschneiden in der ersten Saison. Wir haben 2 Neuzugänge direkt vorne drin, Cotrone und hinten drin Marisic. Somit sollte hier hinten nichts anbrennen und vorne umso mehr laufen. Schaub, absoluter Topstar in dem Team. Macht das 1-0 in Minute 33. Wir skippen das Ding. Es wird ein 2-1, ganz, ganz knapp. Und ja, Kvilitaja, der wurde eingewechselt. Nee, der spielt... Oh Gott, Leute, der spielt sogar Stamm. Es tut
tut mir leid auf jeden Fall. Der macht in der 89. dann den Sieg noch perfekt. Abgang Nummer 3, Tobias Knoflach, FC Tonso, neu aufnehmender Verein, 700.000. Und die gerade angesprochenen Abgänge machen jetzt eventuell einen Neuzugang möglich. Es geht hier um den Chilen Galdames von Union Espoonola und den will ich auf jeden Fall verpflichten. 5,8 Millionen abgemachte Ablösesumme, der hat ein 83er Potenzial. Ich hoffe, das übrig bleibende Geld reicht jetzt, um den Vertrag perfekt zu machen. Das klappt dann zum Glück auch alles. 5.000 Gehalt, kein Einstiegsbonus, 3-Jahres-Vertrag. Und dann ist Galdames natürlich auch direkt in der Startformation und unser Team verbessert sich jetzt auch durch die Transfers vom Rating schon ordentlich. Und mein Ziel ist es natürlich dann, die jetzt eingekauften Spieler, die wir ja im Verhältnis billig bekommen haben, bei uns aufzupushen und die dann vielleicht für das 3-4-fache in der nächsten oder übernächsten Saison wieder zu verkaufen. Spieler, die wir halt so im Kader haben, die bringen nicht wirklich viel Erlös und bringen uns deshalb auch nicht wirklich weiter. Deshalb ist mein Ziel, ich simuliere das ganze Ding jetzt hier einfach ein bisschen schneller, drückt die Saisons ein bisschen zusammen, ein bisschen kleiner. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und zeige euch einfach nur die wichtigsten Sachen, die so passieren. Und wir sehen uns jetzt dann direkt, auch am 1. Januar, weil ich bestimmen kann, welche Spieler ich verkaufe oder nicht. Und ich aktuell keinen sehe, der da in Frage kommt, um uns dann auch einen guten Transferschub zu geben, dass wir weitere bessere Spiele holen können. Das Ganze muss ich dann wahrscheinlich direkt auf die zweite Saison verlegen. Und ich muss da dann auch ein bisschen Zeit einsparen. Im Hintergrund seht ihr, dass wir 2-1 zur Pause führen. Skippen wir das Ding, wird es ein 3-1. Quilitaya mit einem Doppelpack und Schaub trifft einmal. Also, 2 Spiele, 2 Siege. Die erste Saison jetzt erstmal in der ersten Transferphase zu Ende. Wir sehen uns am 1. Januar. Ich habe auch gecheckt, ob alle Spieler eine Freigabesumme haben. Alle, die eine hatten, habe ich sofort verlängert, sodass jetzt außerhalb der Kalendersimulation keine Transfers zustande kommen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich ungefähr meine, Leute, weil es bringt nichts, wenn ich das Ding jetzt hier noch so durchsimuliere und da einfach noch viel Zeit mit verschwende, weil wir hier viele Saisons brauchen. Also einfach mal dranbleiben, es kommen ganze Saisons, die aber einfach nur ein bisschen mehr gekürzt sind. Wir sind angekommen in der ersten Wintertransferphase dieser SCG. Das Manager Level, ja, auf einer konstanten 78. Unser Team verbessert sich richtig gut, bis auf Rechtsverteidiger Pavelic und Keeper Strebinger, alle auf der mindestens 70. Marisic bereits verbessert, Cotrone auch und Galdames auch. Das sind die 3 Neuzugänge und genau das sind die Hoffnungsträger für die nächsten paar Saisons. Einfach auch, was das Ganze angeht mit Transfers. Wir werden das Ganze Ding kurz halten. Ich zeige euch gleich die Tabelle. Vorher mache ich mal die ganzen Mails hier weg. Das wird halt einfach immer ziemlich kurz werden, weil wir halt meistens Spieler verpflichten, bei denen der Vertrag ausläuft und die kann man ja immer nur in der ersten Transferphase holen und da will ich dann halt auch wirklich immer gucken, dass unser Geld dann da auch weg ist. Die Zentrale, die Tabelle, wir sind auf Platz 1 und das mit 10 Punkten vor dem Erzrivalen Austria Wien und RB Salzburg auf Platz 3 mit 37 Punkten, also haben wir schon ordentlich Vorsprung. Das nächste Jahr kann direkt mit internationaler Beteiligung stattfinden, wenn wir natürlich hier Platz 1 soweit verteidigen oder halt dann nur auf 2 oder 3 rutschen. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass Salzburg auf Platz 1 ist, weil ich, soweit ich das Ganze hier von FIFA kenne, glaube ich, die Ratings von Salzburg ein bisschen besser einschätze. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher, verbessert mich da gerne. Ist Rapid Wien der Favorit immer in Österreich? Oder ist Austria manchmal auch da dabei? Oder ist Salzburg eigentlich immer der Favorit? Gerne unten in die Kommentare. Ich simuliere das ganze Ding durch. Wenn nichts passiert, Leute, sehen wir uns direkt am Transfer Deadline Day. Keine weiteren Transfers bedeutet Transfer Deadline Day. Da wird dann auch nichts mehr passieren. Deshalb springen wir direkt ans Ende der ersten Saison. Vorher aber noch ganz kurzen Zwischenstopp, Leute. Ich habe komplett verpeilt, dass es auch noch einen Pokal gibt. Hier sind wir bereits im Halbfinale vom Österreich-Pokal. Dort wartet jetzt dann Salzburg. Vorher will ich noch ganz kurz gucken, was wir da vorher für Gegner bisher hatten. Wir haben gegen Wolfsberger AC im Viertelfinale ganz glücklich nach 1-1 beider Hin- und Rückspiele, wenn es da überhaupt Hin- und Rückspiele gibt, da gespielt und dann im Elfmeterschießen 4-3 gewonnen. Jetzt wartet Salzburg. Parallel dazu spielt Lars Klintz gegen Sturm Graz. Wahrscheinlich Sturm Graz. Sturm Graz natürlich, Leute. Der letzte Spieltag ist hier gegen Wolfsberger AC. 21. Mai ist der Stichtag. Und somit beenden wir dann auch schon direkt die erste Saison mit keinem Pokalfinale. Bedeutet Salzburg bei Endstation 3-2 knappe Niederlage, aber wir blicken vorher noch mal ganz kurz auf unser Team. Das hat sich auch wieder auf einigen Positionen verbessert. Pavelic nur noch ein Ratingpunkt, genauso auch wie Strebinger. Wir haben aber 3 verletzte Stammspieler mit dem Keeper, Mocinic und Cotrone und das könnte sich hier auch auf die Platzierung bemerkbar machen. Ja, Austria 5 Punkte vor uns, Salzburg gleich viele Punkte. Da haben wir Glück gehabt, dass wir da überhaupt noch auf Platz 2 sind. Also eine Rückrunde bzw. eine zweite Halbserie, die sich nicht unbedingt sehen lässt. Ist aber nicht so wild, wir sind auf Platz 2. Wie das ganze Ding läuft, werde ich jetzt dann in der nächsten Saison merken. Nächste Saison, Stichtag, wir sehen uns in Saison Nummer 2. Ankunft in Saison Nummer 2 mit Udinese, Anderlecht und Empoli als Gegner im Vorbereitungsturnier. Unser Team seht ihr nochmal im Hintergrund. Wir setzen uns natürlich wieder an die Transfers, auch wenn das mit dem Transferbudget von nur knapp 5,3 Millionen ziemlich, ja, unmöglich fast schon wird. Weil ich jetzt nicht unbedingt gleich wieder Galdames, Cotrone und auch noch Innenverteidiger Marisic verkaufen will. Erst wenn ich so richtig Richtung 80
80 gehen, haben die dann auch richtig starkes Potenzial, noch weiter zu steigen und auch viel Geld mit einzubringen. Deshalb wird es jetzt hier wieder ganz kurz laufen. Ich will eigentlich von dem Geld 1-2 Spieler holen und dann war es das auch schon wieder. Das Geld ist jetzt auch noch ein bisschen weniger geworden, beziehungsweise das Gehaltsbudget, weil ich jetzt alle auslaufenden Spielerverträge verlängert habe. Und jetzt müssen wir halt einfach hoffen, dass wir hier im Vorbereitungsturnier ein bisschen was reißen, auch wenn wir hier Gegner haben mit Anderlecht oder auch Udinese, die wahrscheinlich sogar ein Stück besser sind als wir. So Leute, es ist was ganz Komisches passiert und zwar haben wir hier einen Spielerverkauf, wo ich niemals damit gerechnet habe, dass wir so viel Geld bekommen. 9,7 Millionen für Philipp Schobelsberger, der wechselt zum FC Fulham, vielleicht sind wir mittlerweile jetzt auch in der Premier League, aber das Geld kommt uns natürlich definitiv sehr gelegen. Somit haben wir jetzt knapp 13 Millionen und können dann, wenn das Vorbereitungsturnier zu Ende ist, auch nochmal einkaufen. Das erste Spiel haben wir daheim 1-2 gegen Anderlecht verloren, dann gegen Empoli 3-1 auswärts, deshalb gegen Udinese sind wir verpflichtet auch zu gewinnen. Skippen wir das Ding, es wird ein 1-1. Empoli Anderlecht spielt auch unentschieden, bedeutet wir könnten trotzdem weiter sein. Und genau so ist es auch, wir treffen auf Konyaspor jetzt hier im Halbfinale. Mal gucken, ob wir das Ding gewinnen, wenn nicht, ist auch nicht so wild. Skippen wir direkt, es wird ein 0-0 nach regulärer Spielzeit. Es geht dann ins Elfmeterschießen und das gewinnt die Türken 4-3. Also ist Halbfinale Endstation. Was aber gar nichts Schlimmes ist, ich habe bereits ein paar Spieler jetzt gescoutet oder ein paar sind noch dabei. Ich werde das Ganze jetzt mal noch abwarten und dann stelle ich euch die Transfers vor, weil jetzt haben wir ein bisschen Geld. Für Schaub kam jetzt die Nachricht, Stoke City bezahlt die Freigabesumme, die 12,7 Millionen betragen hätte. Will ich nicht machen, weil der hat jetzt schon 9 Millionen Markwert und auch ein Potenzial auf die 80. Wenn er nur ein 78er Potenzial gehabt hätte, hätte ich das vielleicht gemacht, aber so ist mir das ganze Ding einfach zu wenig, weil wir könnten bei dem bestimmt 1-2 Jahre später knapp 15 Millionen rausbekommen. Oder vielleicht könnten wir das Geld auch jetzt schon rausbekommen. Leicester City, keine Woche nach dem Angebot von Stoke kommen die und haben jetzt hier 16,9 Millionen akzeptiert, beziehungsweise wir werden das jetzt akzeptieren. Ob es dann über die Bühne geht, ist was anderes. Dennoch, Leute, haben wir jetzt hier in 2 Tagen das erste Spiel direkt gegen Salzburg. Wird natürlich schon mal richtungsweisend zu Beginn der Saison. Das ist ein bisschen in Österreich, ja, muss ich sagen, ein bisschen ein Nachteil, dass hier in der Transferphase noch im Juli schon die Saison beginnt. In erster Linie will ich mal einen frischen Keeper und das könnte hier der Russe vom FC Sion sein, Mitrushkin. Ja, okay. Marktwert von 2,9 Millionen, eine Freigabesumme, die knapp 400.000 darunter liegt, mit einem 81er Potenzial. Die Freigabesumme zahle ich sehr gerne und versuche jetzt mit dem Russen hier alles perfekt zu machen. Habt auch alles ohne Probleme, 4-Jahres-Vertrag bei 8.600 Gehalt und über 100.000 Einstiegsbonus, 71er Rating, der hilft uns auf jeden Fall weiter. Der erste Transfer, der im zweistelligen Millionenbereich landen könnte, ist hier der Transfer vom Stürmer des FC Porto, Gonzalo Pacienza, bei dem läuft der Vertrag aus, hat ein 83er Potenzial, jetzt schon ein 77er Gesamtrating. Ich guck mal, ob ich den hier für vielleicht so 11, 12 Millionen bekomme. Warum 11, 12, wenn wir den auch für 10 haben können? Also es ist tatsächlich der erste zweistellige Millionenbetrag, den wir hier für einen neuen Spieler bezahlen. Der Portugiese könnte jetzt dann gleich kommen, der will auch nicht so viel Gehalt. Wir machen das Ding jetzt perfekt. 18.000 Gehalt bei einem 4-Jahres-Vertrag jetzt. Der beste Spieler im Kader mit einem 78er oder 77er Rating, ich weiß nicht mehr richtig. Ein 77er Rating, Leute. Und zuvor hätte ich hier auch noch einen Keeper gehabt, den wir anstelle von dem Russen hier holen können. Aber ich sehe es nicht ein, Leute, hier knapp ja, 6 Millionen mehr zu zahlen und das gleiche Potenzial zu haben. Deshalb fällt der auf jeden Fall mal weg. Und noch immer möchte ich hier ein paar von den Spielern verpflichten. Ich habe hier Bock auf Baker, ich habe aber auch Bock auf Benitez. Wenn Schaub verkauft wird, holen wir auf jeden Fall Benitez. Bevor es aber dazu kommt, starten wir erstmal in die österreichische Bundesliga 2.0. Wir treffen auf RB Salzburg. Kaleta K mit dem 1-0 für das Heimteam und wir natürlich mit dem Neuzugang im Tor. Und auch mit Neuzugang Paciencia vorne im Sturm anstelle dann natürlich von dem zuvoren Stammspieler Kvilitaja, der letztes Jahr ja oft getroffen hat und dort auch wirklich ausschlaggebender Grund war, weshalb wir so viele Punkte geholt haben. Und vorne mit Cotrone ist das jetzt schon ein richtig starker Sturm, der uns leider in dem Spiel nicht viel bringt. Wir verlieren das erste Spiel. Okay, Stillstand bei Luis Schaub ist ein bisschen belastend, Leute, weil wir das Geld gebraucht hätten, um dann natürlich Benitez zu verpflichten. Aber noch stecke ich da den Kopf nicht in den Sand. Wir haben hier ein akzeptiertes Angebot für Dibon über 2,8 Millionen. Wenn das über die Bühne geht und vielleicht auch noch von Straubinger, dem Ersatzkeeper, kommen wir annähernd wieder an die 10 Millionen, wobei das, denke ich, ziemlich unrealistisch ist. Und irgendwie im zentralen Mittelfeld brauchen wir auch nicht unbedingt was. Ich würde halt gerne noch irgendwie in der Verteidigung was machen. Richard Strebinger ist der erste Abgang, 1,4 Millionen zu Norwich
City. Habe ich Straubinger vorhin gesagt? Ich meine natürlich Strebinger. Das war der Ersatzkeeper, der jetzt natürlich weichen mussten anstelle von Mitrowischkin oder wie auch immer man den aussprechen mag. Das ist auf jeden Fall auch mal ganz kurz unsere Bank hier. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Aber jetzt, wenn Dibor verkauft wird, brauchen wir da auf jeden Fall einen neuen Innenverteidiger. Sollte aber mit dem eingenommenen Geld jetzt von Dibor und mit dem Geld, was wir zuvor noch drauf hatten, machbar sein, um somit dann den Kader schon zum Derby gegen Austria perfekt zu haben. Ich will Sandler von PEC Zwolle und 5,5 Millionen ist dabei ein absolutes Schnäppchen. Das ist genau gleich wie der auch aktuelle Marktwert und er hat eine Freigabesumme und wir konnten darunter sogar noch verhandeln und den Niederländer will ich jetzt auf jeden Fall holen. Ein 85er Potenzial, also so gesehen ein richtiges Schnäppchen, 5,5 Millionen, den werden wir, denke ich, gewinnbringend innerhalb der nächsten 2-3 Saisons wieder verkaufen. 10.000 Gehalt, über 100.000 Einstiegsbonus, ist ein absolutes Schnäppchen. 4-Jahres-Vertrag. Jetzt haben wir noch 1,83 Millionen, ist natürlich hier für Wiener Verhältnisse ziemlich viel, bringt uns aber leider nicht so viel, wie es dann halt leider aussieht, Leute. Es ist alles ein bisschen belastend, aber damit müssen wir jetzt umgehen. Was mache ich hier? Sandler, der soll natürlich nicht ins Mittelfeld, sondern in die Innenverteidigung. Da haben wir jetzt auch zwei Spieler mit richtig gutem Potenzial. Team entwickelt sich so langsam. Pavelic der einzige noch unter der 70. Irgendwann sind wir dann später mal so weit, dass wir sagen, wir haben alle Spieler auf der 80. Ist aber alles noch Zukunftsmusik. Mit dem Team starten wir jetzt in die Hinrunde und wir sehen uns am 1. Januar. Wobei doch nicht, Leute. Ich sehe hier Qualifikation für die Champions League. Wir müssen hier noch gegen Schalke ran. In die Spiele gehen wir natürlich noch per Live-Simulation. Zu Beginn als heimgenanntes Team gegen den FC Schalke 04. Natürlich ein Kaliber, was für uns einfach nochmal ein bisschen zu viel ist. Wir sehen dort ein paar Neuzugänge in Zonzi, Serie. Geis ist wieder zurück nach seiner Leihe und ansonsten ist das Team so ziemlich unverändert. Wir wollen hier einfach ein bisschen dagegen halten. Cotrone hat das 1-0 gemacht. Embolo dann direkt danach 4 Minuten später mit dem 1-1 Ausgleichstreffer und somit sieht das ganze Ding bisher gar nicht schlecht aus. Cotrone auch noch mit dem 2-1. Wir sind also wieder in Führung und es zeigt auch, dass Cotrone einfach starkes Potenzial hat. Der ist immer da und führt uns vielleicht sogar hier zum Heimsieg und das schafft er tatsächlich. 2-1 schlagen wir Schalke. Haben jetzt nicht die beste Ausgangslage fürs Rückspiel, weil Schalke halt einmal getroffen hat, aber wir haben immerhin gewonnen. Können also ganz gemütlich hier ins Rückspiel gehen. Die einen würden sagen, wir sind unter Druck, weil wir hier weiterkommen müssen. Die anderen würden sagen, hey, man hat hier nichts zu verlieren, weil wir das erste Spiel gewonnen haben sogar und uns richtig gut gegen Schalke geschlagen haben. Embolo dann direkt auch in der 18. mit dem 1-0 für Königsblau. Nzonzi erhöht das Ganze auch in Minute 33 und hier zeigt Schalke dann, was ja natürlich auch Pflicht ist, dass sie bessere Qualität haben. Später wird sich das ganze Ding vielleicht bei uns noch ändern. Embolo mit dem 3-0, Embolo mit dem 4-0, Endstand ist das 4-0, macht in der Gesamtwertung dann leider Gottes ein 7-2, was aber gar nicht so wild ist. Ne, ein 5-2, Leute, komplett scheiße von mir. Mathe 6, 5-2 in der Gesamtwertung, also dann doch ziemlich deutlich, ist für uns aber nicht so wild. Ich weiß nur nicht, wie das jetzt läuft, wenn man hier die Quali verloren hat. Ist man dann in der Europa League oder wie läuft das ganze Ding hier in Österreich? Wir können mal schauen, hier sehe ich keine internationalen Spiele, zumindest noch nicht. Das könnte noch alles dazukommen. Wenn ich die noch hier finde, zeige ich euch natürlich da ganz kurz im Kalender, aber ansonsten gehen wir in die nächste Transferphase. Okay, ich habe es mir schon beinahe gedacht. Es sind hier jetzt doch internationale Spiele für die Europa League und dort wartet Marseille, es wartet der FSV Mainz 05 und Lech Posen. Also Gegner, die man schlagen kann, aber mit aktuellem Kader vielleicht doch ziemlich schwierig werden. Angekommen im Winter, da wird nicht viel passieren. Ihr wisst ja das ganze Ding, 66er Manager-Level. Es sind ja auch kaum, ja gut, Sonnenleiter, das werde ich gleich nochmal kurz verlängern. Ja, es sind ja dann kaum auch gute Nachrichten dabei und auch keine Transferangebote. Sonnenleiter werden wir jetzt versuchen nochmal zu verlängern. Geht das ganze Ding für ein Jahr? Okay, nehmen wir mit, bevor wir den verlieren. Der Kader ist so oder so schon klein. Das Manager-Level aber lässt auf nichts Gutes hier zurückführen. Wir sind dennoch auf Platz 2 mit nur einem Punkt hinter Salzburg. Ich meine, letztes Jahr hatten wir 48 Punkte zu dem Zeitpunkt. Das geht, denke ich, dann auch klar. In der Europa League blicken wir einfach mal ganz kurz drauf. Österreichischer Pokal sind wir noch drin. Vielleicht fängt das da dann aber auch erst immer an. Wir waren hier in der Europa League. Schauen wir mal ganz kurz auf die Gruppenphase. Da müssen wir uns auf Platz 4 zufrieden geben mit nur einem Sieg und 5 Niederlagen. Habe ich mir aber beinahe schon gedacht. Olympique Marseille und Mainz ziehen weiter und wir sehen hier, dass Austria Wien auch dabei war. Die haben sogar einen Punkt mehr geholt, hatten aber vielleicht auch im Verhältnis mit Guimarães oder wie auch immer man die aussprechen mag und Alkmaar zwei schwächere Teams als jetzt bei uns Lech Posen und Mainz. Aber Leute, so ist das ganze Ding jetzt hier einfach mal im Vergleich. Wir simulieren direkt ans Ende der Saison, weil ich will keine Spieler verkaufen. Das Geld reicht ja auch nicht, um einen besseren zu holen und wir müssen das ganze Ding einfach kürzer halten. Ich will direkt weiter rushen. Hier ist wieder Salzburg, Viertelfinale vom Österreich-Pokal und dann Ende Mai. Der 20. ist der Stichtag. 20. Januar und wir sehen hier unten einen Pokal. Spiel. Bedeutet Finale vom Österreich-Pokal. Wir treffen auf Wolfsberger AC. Wir hatten hier St. Pölten im Halbfinale 2-0 gewonnen.
Davor war ja Salzburg. Wie ist das ausgegangen? Können wir direkt mal draufschauen. 3-2. Letztes Jahr haben wir 3-2 da verloren im Halbfinale. Jetzt die Revanche und somit dann auch im Finale. Und da gehen wir per Live-Simulation rein. Wir haben also die Möglichkeit, jetzt in Saison Nummer 2 unseren ersten Pflichtspieltitel hier mitzunehmen. Gegen Wolfsberger AC, Bollingoli, Linksverteidiger in Minute 1. Setzt dafür dann auch direkt die ersten Zeichen und die richtigen Zeichen. Wir sind mit 1-0 in Führung. Bedeutet, das hier heimgenannte Team muss jetzt erstmal wieder zurückkommen. Und wir können uns hier eigentlich ganz gemütlich zurücklehnen. Nach dem Finale zeige ich euch unser Team, was aktuell vom Rating her so geht. Es sind viele Wechsel, bedeutet eigentlich jetzt dann auch die nächste Zeit noch ein Tor. Das sollte normal auch noch fallen, es wird auch noch fallen und das auf unserer Seite. Schaub in der 81. Spielminute entscheidet er das ganze Spiel, macht ihr den Elfmeter rein. Wir gewinnen also das Finale vom Österreich-Pokal, holen den ersten Pflichtspieltitel und somit haben wir jetzt in der zweiten Saison unseren ersten Titel und können jetzt auch mal noch ganz kurz auf die Tabelle schauen. Da wird es ja auch wichtig sein, wie haben wir hier abgeschnitten. Vielleicht läuft es ja auch noch ein bisschen besser. 78 Punkte, wir sind auf Platz 1, holen direkt noch den zweiten Titel, holen also das Double in Saison Nummer 2 und das mit dem Team, was ihr hier im Hintergrund seht. Oh mein Gott, jetzt hat mittlerweile auch wirklich jeder Spieler die 70 plus und ausgenommen vom Rechtsverteidiger sogar die 72 plus. Es wird so langsam, also genau das ist mein Ziel. Cotrone 77, Caldames 77 und auch Paciencia ist schon auf der 79. Alles solche Spieler, wo wir verkaufen wollen und wenn wir die verkaufen, mindestens das Doppelte bekommen, was wir eigentlich dafür früher bezahlt hatten. Ihr kennt den Hasen, wir gehen Richtung dritte Saison, wo es dann vielleicht schon an die ersten richtig interessanten Zugänge und auch Abgänge geht. Saison Nummer 3, Vorbereitungsturnier Gegner Wolves, Maritimo und Konyaspor. Konyaspor hatten wir ja letztes Jahr schon, glaube ich, im Halbfinale. Transferbudget wächst ein bisschen, wenn auch nicht viel. 6,37 Millionen. Unser Team nochmal ganz kurz hier im Überblick. Absolut geil. Ich werde weiter wieder alle Verträge verlängern und ein paar Spieler scouten. Dann kommt das Vorbereitungsturnier. Ihr werdet über alle wichtigen Dinge informiert und dann gehen wir an die Transfers. Verträge sind verlängert und das war nicht wenig. Also 8 Spieler mit auslaufendem Vertrag. Wir simulieren jetzt erstmal hier rein. Hoffen, dass dann die ersten paar Spiele gut verlaufen, sodass wir im Vorbereitungsturnier wieder mal, was dann auch das dritte Mal wäre, weiterkommen und hoffen, dass auch attraktive Angebote für Spieler von uns reinkommen. 3 Spiele, 3 Siege macht eine perfekte Ausbeute im Vorbereitungsturnier und das erste Mal sind wir da Erster in der Gruppe, bedeutet gleichzeitig heimgenanntes Team im Halbfinalspiel, wo wir jetzt hier gegen Genk ran müssen. Und der Heimvorteil soll uns hier eigentlich ins Finale katapultieren, dass wir hier noch ein bisschen mehr Preisgeld bekommen. Pozzuolo aber direkt in Minute 2 für die Gäste mit dem 1-0. Wir skippen das Ding, es wird ein 1-2 aus Sicht von uns. Wir verabschieden uns leider wieder mal im Halbfinale. Ist aber nicht so schlimm, dafür beginnt dann auch die Vorbereitung, was Transfers angeht, wieder ein etwas früher. Ich hab Bock, wir haben zwar nicht so viel Geld, aber ich hoffe, dass wir irgendwie einen Verkauf bekommen, um da dann richtig zuschlagen zu können. Der erste Abgang ist Lucas Galvao, FC Middlesbrough, angelt sich den Verteidiger, glaube ich, für über 2 Millionen Euro, war kein Stammspieler bei uns, war nur auf der Bank und auch auf der Bank verändert sich hier einiges vom Rating. Wir haben aber nur noch 4 Reservespieler, dürfen also nicht mehr allzu viele verkaufen, aber eventuell bekommen wir dieses Jahr Schaub für eine ordentliche Ablösesumme weg. Es bedarf hier leider bei einer SCG mit Rapid Wien an vielen Transfers, die am besten auch noch Hochkaräter sind, weil wir sonst hier nicht wirklich vorankommen. Ihr merkt das ganze Ding. Wir können einen Spieler holen und dann war es das in der Saison auch schon wieder. Weil der Kader so klein ist, können wir keine Spieler großartig verkaufen und deshalb, ja, summiert sich das ganze Ding. Also summiert in dem Sinn, dass wir so viele Saisons aneinander hängt haben. Der Auftakt der dritten Saison ist tatsächlich direkt das Derby gegen Austria. Wir müssen leider auswärts ran, aber Berisha direkt in der 11. Spielminute mit dem 1-0 für uns. Wir wollen hier natürlich mindestens einen Punkt mitnehmen. Das schaffen wir auch. Mondschein macht 6 Minuten vor dem Ende noch den 1-1 Ausgleichstreffer. Dafür können wir leider nicht so viel als Trainer machen, aber dennoch ist es ziemlich unglücklich. Aber der Punkt zeigt auf jeden Fall, dass wir auch auswärts gegen Austria mit eines der besten Teams in Österreich mithalten können. Weiter geht's mit Verkäufen. Mario Pavelic wechselt zu Dynamo Moskau. Das ist ein Stammspieler gewesen, aber für über 2 Millionen mit einem 70er Rating sage ich da nicht nein. Im Notfall haben wir jetzt hier zum Glück noch Turnwald. Der ist auch erst 21, also kommt der da jetzt auf jeden Fall mal als Stammspieler rein. Am dritten Spieltag müssen wir jetzt gegen Sturm Graz. Die haben die ersten 2 Spiele gewonnen. Wir haben die ersten 2 beide unentschieden gespielt, aber da auch im Verhältnis andere Teams gehabt. Austria und Salzburg. Paciencia macht das 1-0, Endstand 3-0. Schaub trifft noch doppelt und somit sind dann auch die ersten 3 Punkte da. Weshalb ich aber jetzt eigentlich kommentiere, ist der Grund, dass wir jetzt hier in der Playoff-Runde der Champions League gegen Feyenoord müssen. Und das ist schon mal wieder ein anderes Kaliber im Vergleich zu Schalke. Nicht unbedingt positiv gemeint, weil Feyenoord, denke ich, so ungefähr auf unserem Level ist. Bedeutet nicht, dass ich hier mit einem Sieg rechne oder dass es Pflicht ist, ganz und gar nicht, weil ich glaube schon, dass die hier ein Stück besser sind als wir, aber halt schon ein bisschen mehr
mehr auf Augenhöhe jetzt im Vergleich zu Schalke letztes Jahr. Deshalb gehen wir einfach komplett ohne Druck rein. Wir müssen auch nicht unbedingt in die Champions League. Wir haben die Europa League sicher und müssen uns einfach so langsam hier dran gewöhnen, dass das Internationale immer dazukommt und wir halt leider jetzt noch nicht wirklich schnell vorankommen. Schaub hat das 1-0 gemacht. Ihr seht auf der rechten Seite das Team der Niederländer. Wir skippen das Ding nach dem 1-1 von Berghuis und es wird ein 2-1 Heimsieg. Das kennen wir ja aus dem letzten Jahr. Berisha ist der Torschütze. Genauso war das Hinspiel auch gegen Schalke. Und jetzt eine Top-Meldung. Der erste Abgang über 10 Millionen und das ist Luis Schaub. Da war ja letztes Jahr noch der Stillstand. Jetzt geht's über die Bühne. 19,5 Millionen zum FC Everton. Macht knapp 15 Mille auf unser Konto und da haben wir jetzt 28 Millionen stehen. Aber auch eine Lücke in der Startelf, wo jetzt aktuell Kuhn steht und unser Kader wird immer kleiner. Wir haben mittlerweile nur noch 2 Reservespieler. Die werde ich gleich, denke ich, auch noch auffüllen mit ein paar freien Spielern. Aber jetzt will ich auf jeden Fall mal hier einen neuen linken Mittelfeldspieler, beziehungsweise einer für die Außenbahn. 13,7 Millionen für Steven Bergwijn oder wie auch immer man den aussprechen mag. Der Niederländer, aktuell noch bei Eindhoven unter Vertrag, kann links wie auch rechts offensiv spielen und den bekommen wir aktuell unter dem eigentlichen Marktwert 13,7 Millionen. Den möchte ich definitiv haben. Und das geht natürlich dann auch alles klar. Zwar nur 3 Jahre, aber das kennen wir ja bei einem Verein, der etwas schlechter ist. Aber Bergwijn hat ein 84er Potenzial und langsam kommen die Transfers. Wenn auch immer nur einer, aber genau die Transfers brauchen wir, um unser Team auf ein anderes Level, auf eine andere Stufe zu heben. Noch habe ich aber nicht genug. Ich möchte hier eigentlich noch den Kolumbianer Jefferson Lerma. Der kann nämlich durchaus auch hinten rechts spielen und deshalb will ich den unbedingt haben. Vom UD Levante, 11,3 Millionen, ist aber jetzt nicht ein Angebot, was das gegnerische Team direkt annimmt, sondern die brauchen noch Bedenkzeit. Und in der Zwischenzeit hat Paciencia dann auch das erste Mal als einziger Spieler bereits die 80 im Kader erreicht. Rückspiel gegen Feyenoord, es ist Anstoß und es ist Bergwijn, der in seiner Premiere hier bei uns direkt gegen den vorher noch Rivalen, als er noch bei Eindhoven war, gegen Feyenoord netzt und somit das Auswärtstor für uns erzielt. Feyenoord, die Heimmannschaft, braucht jetzt weitere 2 Tore, um hier sich für die Champions League zu qualifizieren. Natürlich würde ich es auch absolut feiern, wenn wir das machen. Will Henner aber mit dem 1-1 und das zu einem Zeitpunkt, wo jetzt noch alles möglich ist für das Heimteam. Die brauchen nur noch ein weiteres Tor, dann geht's hier in die Verlängerung. Bergwijn hätte nochmal die Möglichkeit gehabt, verschießt den Elfer, es passiert danach aber nichts mehr, bedeutet in der Gesamtwertung 3-2-Sieg über Feyenoord. Es war zwar richtig knapp, aber Bergwijn netzt direkt in seinem ersten Match, hat sogar noch die Chance gehabt auf sein zweites und ist dafür der ausschlaggebende Punkt, weshalb wir uns jetzt für die Königsklasse transferieren. Ja, transferieren, vor lauter Transfers, natürlich qualifizieren. Laut Levante war das Angebot inakzeptabel, wir haben jetzt einfach nochmal verhandelt. Die waren hier wirklich knallhart. 11,4 Millionen ist jetzt abgemacht, die Ablösesumme. Ich weiß nur nicht, ob das restliche Geld reicht, um den Gehalt quasi jetzt noch hier zu regeln. Und doch, Leute, es reicht. 4-Jahres-Vertrag, 28.000 Gehalt, 360.000 Einstiegsbonus, ein weiterer Top-Transfer und somit ist dann auch die Rechtsverteidigerposition doch nochmal upgegradet und das sogar um satte 10 Ratingpunkte jetzt in dem Fall. Und das Team steigert sich immer mehr. Ich habe richtig Bock jetzt auch. Die Saison war so ziemlich jetzt die erste, wo ich sage, hey, hier bin ich wirklich mit einem guten Gefühl jetzt rausgegangen, weil es sich einfach gelohnt hat, was Transfers angeht und so weiter und so fort. Nächstes Jahr dann vielleicht Berisha als ja möglicher Spieler, den wir upgraden wollen. Genauso auch Maresic oder hier der Keeper. Aber das Ganze ist Zukunftsmusik. Deshalb simulieren wir jetzt erstmal in den Winter. Ich stelle euch mal noch die Gegner der Königsklasse vor. Das sind natürlich im Vergleich zur Europa League nochmal andere Kaliber. Da war es Mainz, jetzt kommt Leverkusen, es kommt Atletico Madrid und Schachtjord Donetsk. Gegen Alltag müssen wir hier im Österreich-Pokal und deshalb Stichtag 1. Januar. Und dann mit dem Rundumblick Österreich-Pokal, wir blicken auf die Liga und natürlich auch auf die Champions League, die das erste Mal dieses Jahr dazu kam, auch wenn ich damit eigentlich keinen Punkt rechne in der Gruppenphase. Es geht alles ziemlich schnell, wir sind wieder angekommen im Januar. Ich werde jetzt aber nochmal ganz kurz im Kalender hier zurückgehen. Wir gehen die ganzen Spiele durch, 2-0 Leverkusen verloren, dann 2-1 nur gegen Atletico Madrid verloren. War das zu Hause? Ja, okay. Geht, denke ich, in Ordnung. Schachtjord auch 2-1 verloren. Jetzt bin ich aus Versehen auf Kreis gekommen. Ich gehe nochmal kurz auf den Kalender. Das Manager-Level ist dennoch richtig gut. Also ich denke nicht, dass es für Platz 3 gereicht hat. Wir hatten ja Alltag, das können wir auch noch ganz kurz durchgehen. Schaffe ich es heute noch? Ja, 2-2 zu Hause. Dann verloren, also sind wir da auch schon raus. Und dann haben wir nochmal Atletico gehabt. Im Wanda Metropolitano verloren, Leverkusen nochmal verloren und gegen Schachtjord 1-1, das war der erste Punkt, somit dann auch im letzten Spiel. Immerhin, wir haben einen Punkt in der Königsklasse geholt, gegen Schachtjord Donetsk dann im Rückspiel. Das ist unser Team in aktueller Bestbesetzung. Oh mein Gott, Lerma kurz vor der 80, Bergwijn ebenfalls, Caldames auch und Cotrone. Genauso müssen wir das Team langsam einfach weiter hochpushen. Das ist die Tabelle zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, 44 Punkte nach 19 Spielen nehmen wir mit. Wir sind auf Platz 1, können da also den nächsten
Titel perfekt machen, auch wenn wir den Ligapokal nicht mehr holen können. Unser Team ist top. Ich will mal noch ganz kurz auf die Top-Torjäger schauen. Da ist Paciencia mit 10 auf Platz 1. Und wir haben kein wirkliches Transferbudget mehr. Wir können noch 2 Spieler verlieren. Da werde ich noch ein paar Verträge auf jeden Fall verlängern. Und dann sehen wir uns auch schon wieder am Ende der Saison. Die 2 auslaufenden Verträge haben wir jetzt verlängert. Also es passiert dann auch nichts mehr. Ich habe keine Spiele mehr mit einer Freigabesumme. Bedeutet, alle bleiben da und alle bleiben auch noch bis ans Ende der Saison und somit dann auch noch bis zur nächsten Saison. Abschluss nochmal gegen Austria zu Hause, 21. Mai, der Stichtag. Rundumblick dann nochmal ganz kurz auf die Liga, wobei sich der Rundumblick hier ziemlich klein oder beziehungsweise ziemlich in Grenzen hält, weil im Pokal sind wir raus, in der Champions League auch. Und deshalb ist dann nur noch die Liga interessant und dann geht's auch schon wieder in Saison Nummer 4. Saison 3 ist dann auch zu Ende. Ich bin echt, ja, ziemlich positiv, was das ganze Ding hier angeht. Es ist alles ziemlich schnell, aber es kommt natürlich später dann noch zu den wichtigen Saisons. Und die wichtigen Saisons, die werden dann definitiv auch einfach ein bisschen breit gefächerter behandelt. Das ist unser Team. Bergwin, Caldames, Codrone und auch Lerma sind jetzt mittlerweile auch auf der 80. Paciencia mittlerweile auf der 81. Ja, wir haben 87 Punkte, stellen leider nicht den Top-Torjäger. Paciencia nur noch 3 Tore in der Rückrunde. Dennoch haben wir 87 Punkte und jetzt schon 16 Punkte vorm Erzrivalen Austria. Haben wieder mal die Meisterschaft, machen somit den 3. Titel jetzt insgesamt in der 3. Saison dann auch perfekt. Hier die Meisterschaft, letztes Jahr das Double geholt und das ist jetzt auf jeden Fall mal der Stand. Und deshalb gehen wir jetzt dann auch direkt in die nächste Saison, weil es geht alles so weiter, Leute. Und irgendwann kommen die Saisons, wo das Team dann auch überall schon auf der 80 plus ist. Und auf die Saisons freue ich mich schon am meisten. Ich simuliere das ganze Ding, wir sehen uns gleich in Liga bzw. in Saison Nummer 4. Ich gehe jetzt aber erstmal pennen, Leute, weil ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Schlaf und mache dann morgen weiter. Ihr seht mich gleich bzw. hört mich gleich. Und ich gehe erstmal ein paar Stunden pennen. Mittlerweile ist bei mir der nächste Tag und wir starten hier direkt rein in Saison Nummer 4. Bei euch war das jetzt nur ein Cut. Bei mir waren es mehrere Stunden. Ich habe zwischenzeitlich Arsenal aufgenommen, das jetzt gestern hochgeladen, wenn ihr das Video seht. Das ist unser Team zum aktuellen Zeitpunkt. Es gibt mit dem Keeper, vielleicht auch mit Maresic, Berisha und Mocinic so ein paar Schwachstellen im Team. Ansonsten sieht das aber schon richtig stark aus und ich will jetzt eigentlich in der Saison das Ganze so handhaben, Leute. Ich habe bereits alle Verträge verlängert. Ich möchte eigentlich die guten Spieler jetzt versuchen zu verkaufen, von dem Geld dann einen richtigen Topstar zu verpflichten und den dann vielleicht nächstes Jahr wieder für noch mehr Profit wieder verkaufen, um so das Team in der Breite besser aufstellen zu können. Weil mit dem Transferbudget, was wir vom eigenen Verein bekommen, was nur bei 9 Millionen ist, kommen wir nicht wirklich weit voran. Ich habe aber schon mal den Scout rausgeschickt für Spieler, bei denen der Vertrag ausläuft. Ja, einige sind schon gescoutet, wie hier Cagliardini, Lorente oder auch Cook. Bei denen läuft der Vertrag aus, bei manchen auch nicht. Manche sind halt einfach auch vom Potenzial her richtig gut. Ich werde das ganze Ding jetzt einfach mal abwarten und dann abhängig davon machen, wie viele Spieler wir verkaufen. Umso weiter wir auch im Vorbereitungsturnier kommen, umso mehr nehmen wir da natürlich ein. Das erste Spiel gegen Stoke City, wir skippen direkt. Es wird ein 4:1 Kantersieg über Stoke. Hätte ich nicht damit gerechnet. Übrigens haben wir neben Stoke noch Deportivo La Coruña und Gladbach in der Gruppe. Nach 3 Spielen aus den ersten 3 Spielen im Vorbereitungsturnier, also eine perfekte Ausbeute und zugleich auch die maximale, was die Punkte angeht, sind wir jetzt im Halbfinale, holen also das erste Preisgeld und treffen jetzt auf Real Sociedad. Gegen Sociedad kommen wir tatsächlich auch direkt eine Runde weiter, 3:1 und jetzt müssen wir im Finale gegen den Sieger von Watford gegen Gladbach. Wieder mal ein Aufeinandertreffen, was wir aus der Gruppenphase schon kennen. Die Borussen haben sich durchgesetzt im Elfmeterschießen und somit eine ehemalige Partie, die wir noch in der Gruppe für uns entscheiden konnten, jetzt hier im Finale. Leider eine 2:0 Niederlage. Kostic und Zakaria, die Torschützen für die Gäste, ist aber nicht so wild. Wir waren im Finale und haben somit richtig viel Preisgeld mitgenommen. So viel, dass wir jetzt knapp 16,2 Millionen auf dem Konto haben. Das Ganze müssten wir noch bei einem Neuzugang aufs Gehaltsbudget anpassen, aber es könnte auch transfermäßig was passieren, was gleichzeitig dann auch bedeuten würde, dass wir ordentlich zuschlagen könnten auf dem Transfermarkt. Noch ist aber leider nichts passiert auf dem Transfermarkt. Paciencia war kurz davor, nach England zu wechseln für über 36 Millionen, ist leider nicht über die Bühne gegangen und somit müssen wir weiter auf die richtig heftigen Transfers warten. Auftakt hier gegen Wolfsberger AC, Leute, bisher steht es 1:0, wir skippen das Ding, es wird ein 2:0, Berisha und Mocinic sind die Torschützen. Gerade noch getroffen, jetzt verkauft zu Rubin Kazan, Ivan Mocinic über 9,8 Millionen die Ablösesumme, also besser gesagt 9,9. Hinterlässt zugleich dann auch eine Lücke in der Startelf, aber ich weiß schon, wen ich da verpflichten werde. Anke Gomez wird dieser Spieler sein. 5,5 Millionen abgemachte Ablösesumme für das 19-jährige Talent von Manchester United. Das hat jetzt schon eine 73 und ein Potenzial auf viel mehr. Anfangs ein Spieler, der uns vom Rating her leider jetzt im Vergleich zum zuvor verkauften ZM 2 Punkte verschlechtert, aber ein 87er Potenzial bedeutet, da müssen wir nicht lange warten und wir haben hier einen Spieler mit einer mindestens 80.
Transfer ist perfekt, 5-Jahres-Vertrag für den Engländer bei knapp 70.000 Gehalt und knapp 1 Mille Einstiegsbonus sind schon fast Premier League-Verhältnisse, aber trotz allem ein Spieler mit Zukunft und sogar 5 Jahre, das ist auf jeden Fall einer, der ziemlich lange uns erhalten bleibt. Weitere eigentlicher Stammspieler verlässt den Verein, Veton Berisha, kennen wir eigentlich noch aus Greuther Fürth-Zeit, der ist ja jetzt hier bei uns gewesen, ZSKA Moskau, neuaufnehmender Verein. Ich habe jetzt gerade kurzfristig spontan auch noch gemerkt, wir haben hier eine Playoff-Runde gegen den portugiesischen Club Guimarães. Das wird nicht richtig ausgesprochen sein, verzeiht mir das auf jeden Fall, aber da gibt's auch noch Hin- und Rückspiel. Hinspielergebnis ist ein 1-0 für die Heimmannschaft, Toze ist der Torschütze. Im Rückspiel ist da zwar noch alles möglich, aber wenn wir nicht dafür qualifiziert sind, ist es jetzt auch nicht so wild. Alles geben im Rückspiel, wenn's nichts wird, ist auch nicht so wild. Europa League haben wir safe, bedeutet also auch da dann gleichzeitig für die nächste Saison mehr Preisgeld, wenn man international gespielt hat. Hier brauchen wir mindestens mal ein Tor. Okay, jetzt brauchen wir mindestens 3 Tore. Das passiert eh nicht. Skippen wir das Ding. Es wird eine 1-2 Niederlage, auch wenn wir eine Rot bekommen haben und die Gäste genauso. Kann passieren. Gesamtwertung schlagen die Portugiesen uns mit 3-1 und für uns heißt es dann also nur Europa League. Und es laufen die ganze Zeit noch Angebote, die komischerweise nicht über die Bühne gehen. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, es kommen jetzt endlich mal Erfolgserlebnisse hier rein mit richtig krassen Transfers, dass wir mal so richtig loslegen können. Aber dem ist anscheinend nicht so, ja, nee, hier 5-mal geendeter Spielterm und was ist hier, Codrone, ja Leute, hier habe ich jetzt 2 akzeptiert, schaut euch das ganze Ding mal an, hier, angenommen, ja, was angenommen, wann läuft das ganze Ding jetzt, wann geht er über die Bühne, das ist schon im 26. passiert, okay, endlich mal ein Erfolgserlebnis, was über die Bühne geht, Patrick Codrone wechselt zurück zu AC Milan, damals eingekauft für nicht mal 4 Millionen, jetzt verkauft für über 32 Millionen und 27 davon kommen auf unser Konto. Wir haben jetzt zwar hier eine Baustelle mehr und haben auch noch im rechten Mittelfeld eine und da werde ich jetzt auch erstmal was holen, weil wir hier noch einen guten Ersatzstürmer haben. In erster Linie will ich Inigo Córdoba von Athletic Bilbao, 25,3 Millionen, das werden wir direkt annehmen, nicht, dass wir nachher noch später mehr zahlen müssen. Und das dann Ganze einfach nicht mehr über die Bühne bekommen, Leute. Was laber ich schon wieder? Also nicht, dass wir mehr bezahlen müssen, dass wir das dann nicht mehr in der Transferphase schaffen, weil es halt gleich schon wirklich so weit ist, dass der Transfer-Deadline-Day vor der Tür steht. So zahlen wir die 25,3 Millionen, die, glaube ich, die Ablösesumme war, machen den Transfer dann soweit perfekt. Okay, 3 Jahre können wir noch auf 4 upgraden. Sieht dann gar nicht so schlecht aus. Dann haben wir immer noch weitere 19 Millionen und es läuft immer noch ein Angebot für Caldames oder wie der zentrale Mittelfeldspieler bei uns heißt. Wenn der dann auch noch weggeht, können wir da auch nochmal einen Neuzugang holen. Jetzt machen wir den perfekt, Leute, hier, ihr seht alles, 43.000 Gehalt, über 0,5 Mille Einstiegsbonus, 4-Jahres-Vertrag, Córdoba. Bergwijn kann auch im rechten, beziehungsweise ist das so oder so, lieber im rechten Mittelfeld zu Hause, deshalb wird es dann leider hier nichts mehr für Turnwall, der hat zu lange jetzt einfach mal ausgeholfen, der kommt jetzt dann wieder auf die Bank und Córdoba ist dann hier im linken Flügel unterwegs und somit steht das Team, wir haben eigentlich keine richtige Schwachstelle, sollte Caldames verkauft werden, holen wir da natürlich noch ein. Okay, aus dem Transfer von Caldames wird dann leider doch nichts, Köln möchte nicht mehr als 24,9 Millionen zahlen, sehe ich in dem Fall hier jetzt mal nicht ein. Hier 13 Mille für Philipp Sandler, das ist nicht schlecht, aber dennoch, ja, reicht es dann davon nicht, um da dann wieder einen potenziell stärkeren zu holen. Aber für Lerma ist hier noch ein Angebot, vielleicht bekommen wir da ja was raus. Es passiert doch nichts mehr, alle Transferverhandlungen kommen im Endeffekt dann zum Stillstand, seht ihr links auch nochmal hier beim Posteingang. Wir haben aber noch 17 Millionen, werden wir jetzt aber nicht mehr hier ausgeben können, weil es einfach nicht mehr reicht, zeitlich. Ich werde jetzt noch ein paar Spieler beobachten und dann gucken, dass wir im Winter nochmal zuschlagen. Also simulieren wir jetzt hier einfach mal in den Winter zuvor bei Europa League, Agmar, der erste Gegner, dann kommt hier PAOK Saloniki und es kommt PSV Eindhoven, Admira Wacker ist der Gegner im Österreich-Pokal und der 1. Januar ist der Stichtag, hoffentlich dann mit einem guten Ergebnis international wie auch national. Und hoffentlich dann auch mit ein paar Transfers, beziehungsweise mindestens einem. Wintertransferphase Nummer 4, wir gehen direkt zurück. Die ganzen Spieler sind gescoutet, die jetzt noch als mögliche Neuzugänge in Frage kommen. Und wir gucken einfach mal, vielleicht bekomme ich auch noch ein paar Spieler verkauft oder so. Ansonsten ist das ganze Ding hier wieder ziemlich schleppend vorangegangen. Natürlich noch ganz kurz der Blick auf unser Team, das mittlerweile auch wieder auf einigen Positionen deutlich verbessert ist. Gomez sogar schon auf der 75. Eigentlich ist jetzt nur noch die Innenverteidigerposition und vielleicht der Sturm, vielleicht auch der Keeper, wo ein Neuzugang in Frage käme. Ich schaue mich mal um, die Tabellenposition ist jetzt nicht so prickelnd, wir sind nur auf Platz 3. Zwei mögliche Neuzugänge jetzt hier für die Stürmerposition. Einmal Amine Guiri, ist nicht richtig ausgesprochen, ihr wisst, was ich meine. Und wir haben hier Moise Kean. Beide haben 86er Potenzial, Moise Kean 13 Millionen abgemacht und hier 13,5.
Deshalb werde ich auf jeden Fall mal, gerade auch weil Moiskin schon 2 Ratingpunkte mehr hat, das hier probieren mit dem Italiener. Den gehen wir jetzt auf jeden Fall mal hier auch verhandeln. Und ich hoffe, dass das restliche Geld übrig reicht, um dann auch das Gehalt zu bezahlen. Auch wenn es, glaube ich, ziemlich kritisch wird. Das ist immer die Phase, Leute, wo es für mich immer ganz schwierig wird. Und es reicht! Oh mein Gott, und wie knapp. 105.000 Gehalt, 1,35 Millionen Einstiegsbonus, 5-Jahres-Vertrag. Und den ziehen wir auf jeden Fall Guiri vor. Also kommt der Italiener jetzt von Juventus zu uns. Und wir haben Italiener für Italiener getauscht. Cotrone vorhin verkauft. Anstelle dann von dem Gewinn natürlich haben wir Cordoba geholt. Und wir haben jetzt vorne im Sturm auch noch einen neuen. Also Leute, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Sonnleiter geht nur auf die Bank. Und dann haben wir vorne Moiskin mit Paciencia. Und das war's dann auch schon, Leute. Wir blicken mal kurz auf die Europa League. Da suchen wir mal unsere Tabelle. Betis Sevilla nur auf Platz 3. Ich denke nicht, dass es bei uns unbedingt besser aussieht. Ist aber auch nicht so wild. Wo ist unsere Tabelle? Ich würde es auch mal wissen. Hier, wir sind tatsächlich, komm, geh eins zurück, auf Platz 3. 1 Sieg, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Ja, somit sind wir auf jeden Fall raus. Krosny und Eindhoven gehen weiter. Und somit ist dann für uns auch die Wintertransferphase schon wieder vorbei, obwohl wir erst den 1. Januar haben. Aber ich habe dann nicht vor, noch was zu machen, Leute. Wir haben einen ziemlich kleinen Kader, verkaufen will ich keinen mehr. Und selbst wenn ich das machen würde, könnte ich zwar einen holen, aber ich habe die meistens gescoutet, wo ein Vertrag ausläuft. Deshalb sind wir da dann auch nicht wirklich gut drüber informiert. Ich simuliere das ganze Ding durch und wir sehen uns am Ende der Saison. St. Pölten war der letzte Spieltag, da haben wir nochmal 4:0 gewonnen. Also doch nochmal ein krönender Abschluss. Wir blicken auf die Tabelle, das Manager-Level auf der, ja, 55 ist nicht so gut, obwohl wir doch noch deutlich vor Austria gekommen sind. 73 Punkte, 18 dann vor dem direkten Rivalen und leider auch 7 Punkte hinter Salzburg, die direkt in die Champions League Quali dürfen. Ich weiß nicht, was es bei uns als zweitplatziertes Team ist. Ich glaube trotzdem auch die Champions League Qualifikation. Das ist unser Team. Keane hat sich verbessert. Gomez nochmal. Cordoba auf der 83. Also so langsam nimmt das Ganze Form an, aber es wird trotzdem noch einiges vor der Brust sein. Es ist noch gar nichts entschieden und das Manager-Level ist jetzt nicht unbedingt gerade positiv. Es könnte auch sein, dass der Verband dann sagt, beziehungsweise der Vorstand, nicht der Verband, raus mit euch. Will ich nicht hoffen, weil da wäre die ganze Arbeit umsonst gewesen, aber wir schauen einfach mal und ja, simulieren direkt in Saison Nummer 5. Saison Nummer 5, ich habe gemerkt, in Saison Nummer 4 habe ich wieder ziemlich viel kommentiert. Das soll sich hier jetzt wieder ändern. Wir haben Augsburg, Hoffenheim und Florenz in der Gruppenphase vom Vorbereitungsturnier. Unser Team, das sich kontinuierlich verbessert und wir haben knapp 11 Millionen an Transferbudget. Das ist halt einfach jedes Mal aufs Neue mega schwierig, damit was anzufangen. Ja, aus den eigentlich 11 Millionen wurden jetzt plötzlich mal nur 4, weil wir die ganzen Verträge verlängern mussten und es sind so viele ausgelaufen. 3-1-Sieg über Augsburg, das ist nicht das erste Spiel. Wir haben Hoffenheim 4-0 geschlagen und hatten gegen Florenz auch noch ein glückliches 1-0. Also 3 Spiele, 3 Siege, maximale Punkteausbeute. Finaleinzug ist auch perfekt. 3-1-Sieg gegen Southampton. Und ja, Leute, ich habe eine Nachricht gesehen, die extrem wichtig für uns ist. Und langsam wird's. Es wird wirklich langsam. Gonzalo Paciencia wechselt zu Inter Mailand für 39,8 Millionen. Und weitermachen will ich ja mit Spielern, die uns direkt weiterhelfen. Und da habe ich zum einen hier mal Rodri, der hat eine richtig niedrige Ausstiegsklausel im Verhältnis zu seinem Marktwert. Und genauso auch Fornals, Leute. Fornals werde ich jetzt mal als erstes holen. Ist zwar kein positionsgetreuer Spieler, den wir jetzt hier verpflichten, aber wir haben ja noch den Ersatzstürmer draußen und haben natürlich auch noch Moise Kean. Und ich will jetzt hier die Chance nutzen, Spieler wie Pablo Fornals für 36,8 Millionen zu verpflichten, um die dann nächstes Jahr vielleicht wieder zu verkaufen, um einfach jetzt ein bisschen voranzukommen. Wir zahlen also die 36,8 und ich hoffe, dass wir mit dem Spanier alles perfekt machen können. Okay, das geht gerade so klar, aber dafür ist dann auch wirklich alles ausgeschöpft. 83.000 Gehalt bei über 1 Mille Einstiegsbonus, 3-Jahres-Vertrag ist zwar nicht viel, aber wir haben den 87 gerateten Spieler verpflichtet. Natürlich nur dank der Ausstiegsklausel, aber genau so ein Glück brauchten wir schon die ganze Zeit. Zum Glück haben wir es jetzt dann auch wirklich mal mitgenommen. Ich versuche des Weiteren noch zu gucken, dass wir vielleicht Cordoba oder Bergwijn verkauft bekommen, um dann da einfach auch nochmal den anderen Sechser da zu verpflichten und von mir aus dann Gomez halt wieder Stamm spielen zu lassen, einfach zu gucken, dass wir genau solche Spieler billig holen, den ich wahrscheinlich dann nächstes Jahr wieder verkaufen werde für knapp umgerechnet das Doppelte.
Zusammen mit Fornals, der jetzt sein erstes Spiel von Beginn an hier bei uns bestreitet, gehen wir ins Finale gegen Celta Vigo und wir skippen das Ding direkt. Es wird ein 3:1 Córdoba Draft bei uns. Celta Vigo aber mit einem Doppelpack von Sisto und Radoja. Ist nicht so wild. Wieder im Finale, das fünfte Mal, glaube ich, sogar im Finale. Oder waren wir auch nur 1-2 Mal im Halbfinale? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir noch nie das Vorbereitungsturnier gewonnen. Aber meine Laune steigert sich wenigstens wieder ein bisschen, weil der erste Transfer ja richtig gut war und wir jetzt einen heftigen Neuzugang haben. 87er Rating ist zwar schon Endstation, was das Potenzial angeht, aber das ist nicht so wild, weil verschlechtern wird er sich in dem Alter noch nicht. Bedeutet also, vielleicht verbessert er sich noch ein bisschen und somit könnten wir dann auch nächstes Jahr nochmal krasser verkaufen und wieder einkaufen. So, wir haben den Spieler verkauft. Philipp Sandler wechselt zu Gladbach, 17,3 Millionen Ablösesumme, war zwar ein eigentlicher Stammspieler, aber an der Stelle, Leute, hole ich jetzt einen vom freien Markt. Den haben wir hier nämlich. Ich habe jetzt einfach mal die freien Spieler mit einbezogen. Da ist er hier, Tirpan. Der will nicht allzu viel Gehalt, kann Innenverteidiger und auch Linksverteidiger spielen. Ist erst 18 und hat schon eine 71. Eigentlich will ich so oder so ein paar freie Spieler holen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass unser Kader ziemlich eng besetzt ist und wir einfach auch wieder ein bisschen in die Breite gehen wollen. Und da kommen natürlich freie Spieler sehr gelegen, da man für die nicht unbedingt viel zahlen muss. Man sie aber trotzdem halt gut billig bekommt, zudem man da halt keine Ablösesumme zahlen muss. Und ich hoffe, der nimmt das jetzt hier an. 12.000 Gehalt, somit haben wir jetzt dafür dann auch direkt einen Ersatz. Champions League Quali kommt jetzt mittlerweile. Wir treffen auf Olympiakos irgendwie mitten noch in der Kaderplanung. Es läuft für Córdoba, für Bergwin und ich glaube für noch einen Spieler irgendwie ein Angebot, was ziemlich interessant klingt. Durdovic mit dem 1:0 für die Griechen. So geht's in die Pause. Wir skippen das Ding. Es wird ein 2:0, also im Rückspiel wieder beinahe keine Möglichkeit. Gehen wir ins Rückspiel, wir werden es dann auch direkt skippen, um hier einfach schneller voranzukommen, Leute. Es wird ein 3:1, schade. Aufgrund nur des auswärts geschossenen Tores von Fortunis sind dann doch die Griechen weiter. Also wir haben dann doch nochmal ordentlich was gezeigt. Gomez, Córdoba und Bergwin die Torschützen, reicht aber nicht. Und immer noch, Leute, bin ich mega abgefuckt, weil es immer wieder richtig geile Angebote sind, die dann aber immer wieder zum Stillstand kommen. Und langsam reizt mir dann wirklich hier. Ihr seht zum Beispiel hier, Karl Dames, 33 Millionen, das ist das Mindeste. Und die wollen einfach nicht drüber gehen. Córdoba haben jetzt hier 58 Millionen. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, Leute, so wie es ist, das wird niemals über die Bühne gehen. Genauso wenig wie das Angebot hier für Lerma, 41,1 Millionen, angeblich, niemals. So Leute, Predictgod Nummer 1 und 2 kommt auch gleich, was Lerma angeht. Ja, oder auch doch nicht, Leute, Jefferson Lerma ist verkauft zu AS Rom. Ja, mich fuckt das ganze Ding trotzdem ab, weil ich das Geld hier natürlich sehr gut gebraucht hätte von Córdoba. Und so sitzt man jetzt wieder hier auf knapp 48 Millionen. In erster Linie wollen wir natürlich den anderen Spieler noch von Villarreal, einfach um hier dann noch ein bisschen in der Breite besser aufgestellt zu sein. Und das ist halt ein absolutes Schnäppchen bei nur 31 Millionen. Wir machen jetzt Rotri einfach mal fix. Und Leute, wenn ihr hier meinen Gesichtsausdruck sehen würdet, also echt, es ist sowas von anstrengend hier. Man sitzt wirklich so lange dran. Ich will auch kein Mitleid oder sonstige Dinge. Ich habe mir das selber ausgesucht. Aber es ist einfach nur eine Frechheit von FIFA, das mit dem scheiß verfickten Stillstand. Das geht mir so auf den Sack. Wenn der Stillstand nicht wäre, ich schwöre, wir wären jetzt schon ziemlich nah am Champions League Titel. Aber stattdessen kommt immer wieder die gleiche Scheiße. Aber genug gelabert und genug rumgehatet, Leute. Rodri ist jetzt da, immerhin mal ein weiterer Neuzugang. Das Team sieht ja gut aus, zumindest in der Offensive. Wir können hinten Turnwald jetzt spielen lassen, anstelle von dem verkauften Lerma oder wie auch immer. Haben dann hier Tirpan. Hier haben wir uns jetzt natürlich deutlich verschlechtert auf den zwei Positionen. Aber in der Offensive sind wir dafür schon richtig konstant auch. Aber die Defensive ist halt das Nächste. Und da ist dann wieder die nächste Baustelle. Es wird so extrem schwierig. Also sind hier mindestens noch zwei, drei Saisons, die auf uns warten. Mindestens 14 Millionen und 5% Weiterverkaufsgebühr für Christian Früchtl. Dennoch glaube ich nicht, dass unser verbleibendes Geld hier für den Vertrag reicht. Oder doch, es reicht, Leute, weil wir das Gehalt bestimmen durften. 51.000 verdient er jetzt bei uns. Ich habe extra ein bisschen mehr geboten, um nicht quasi in die Rolle reinzuschlüpfen, dass er dann quasi entscheiden darf, was er an Einstiegsgehalt will und so weiter und so fort. Wir haben mit Früchtl natürlich einen Spieler, der ein krasses Potenzial hat, der uns jetzt zumindest mal zum aktuellen Zeitpunkt nur in Anführungszeichen um einen Ratingpunkt verbessert. Das wird sich aber später noch alles ändern und somit steht unser Team für die komplette Saison, weil
da wird nichts mehr dran gemacht, weil sonst werde ich richtig sauer hier drin. Wir haben ja mal wieder die Playoff-Runde nicht überstanden, somit wieder mal nur Europa League. Da wartet jetzt Lokomotiv Moskau, es wartet Danzig und es wartet Inter Mailand. Ob es dann im Endeffekt dafür fürs Weiterkommen reicht, weiß ich nicht. Der 1. Januar ist dann der Stichtag, wo wir nur ganz kurz einen Zwischenstopp machen, gucken, ob alles soweit läuft, noch die Spielerverträge verlängern von den Spielern, die nur für ein Jahr verlängern wollten. Und dann sind wir da fertig und gehen direkt wieder ans Ende der Saison. Januar, Wintertransferphase. Ganz kurzer Stopp jetzt hier einfach mal rein. Das Manager-Level wie immer schlecht. Unser Team dahingegen ja mittlerweile schon richtig, richtig gut. Früchtl auch schon auf der 80. Bergwin 83, Cordoba 84, Rodri 86, Fornal sogar 88. Das ist ein Punkt über der eigentlichen Potenzialgrenze. Wir wieder mal nur auf Platz 2, aber nur ein Punkt hinter RB Salzburg. Also da kann noch alles passieren. Wir blicken gleichzeitig mal noch kurz auf Österreich-Pokal. Sind wir da noch drin? Ja, da wartet Salzburg. Also der wahrscheinlich mit teuerste Club hier in Österreich oder sagen wir einfach mal wertvollste Club. Und hier sind wir die Champions League ganz kurz. Keine großen Überraschungen. Ich hoffe Europa League. Eine Überraschung werden wir, wenn wir weitergekommen wären. Wir gehen das ganze Ding einfach mal durch. Bisher, okay, Leute, immerhin mal was Positives. 13 Punkte, 4 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. So langsam kommen wir ins Rollen. Wenn es nicht immer wieder zum Stillstand kommen würde, würde das ganze Ding auch anders aussehen, schon in der Champions League. Es wird nichts mehr passieren, Leute, deshalb gehen wir das Ding direkt durch. Es wartet jetzt dann Hoffenheim, da gehen wir aber nicht separat in die Live-Simulation. Zum einen, weil ich Zeit sparen will, das sage ich euch ganz offen und ehrlich, wie es ist. Und zum anderen, weil wir natürlich auch nur in die Champions League wollen. Da ist die Europa League zweitrangig, natürlich auch, wenn es einen positiven Hintergrund hat mit dem Weiterkommen. Die Simulation neigt sich so langsam dem Ende zu, Leute. Wir hatten Hoffenheim, dann kam Besiktas, dann kam Arsenal und jetzt dann auch im nächsten Monat kam Bilbao. Hätte ich niemals damit gerechnet, Bilbao, die Spanier also im Halbfinale. Wenn wir das jetzt gewonnen haben, Leute, dann sind wir hier im Finale der Europa League. Und selbst wenn nicht, dann waren wir im Halbfinale und das hat schon alle Erwartungen international gesprengt. Das letzte Spiel gegen Admira Wacker und dann werden wir mal ganz kurz schauen natürlich hier, wie die ganzen Spiele ausgegangen sind. Alles per live zurückgegangenem Kalender, wenn man das einfach mal so nennen mag. Wir schauen mal zurück. Februar war in Hoffenheim, da war das Hinspiel 1-0. Rückspiel 3-1. Okay, souverän. Besiktas 1-1 im Hinspiel, 2-1 im Rückspiel. Das war schon denkbar knapper. Arsenal 2-1 Sieg und dann nochmal 2-2 unentschieden. Dann Bilbao 0-0 und 3-0 verloren. Okay, Leute, das war dann ziemlich deutlich. Bilbao ist jetzt also im Finale. Für uns ist die Saison zu Ende. Unser Team hat sich weiterhin verbessert. Fornals auf der 89. Und es ist absolut krass, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Saison. Wo ich aber vorher nochmal wieder pennen gehe. Also es ist bereits der dritte Tag der Aufnahme, Leute. Es dauert einfach mega, mega lang. Und deshalb gehen wir jetzt direkt in die nächste Saison. Ich lege mich erstmal pennen und ja, ich bis morgen, bis gleich. Ihr wisst Bescheid. Mittlerweile die 6. Saison, bei mir der 3. Tag der Aufnahme, weil ich wie gesagt bei den anderen Tagen das immer noch Ende vom Tag aufgenommen habe, rapid, weil das halt wirklich so viel ist. Ich habe es definitiv unterschätzt. Langsam aber sicher steigert sich unser Team und wenn wir dieses Jahr einen richtig krassen Spieler verkauft bekommen, können wir vielleicht auch mal die komplette Abwehrreihe upgraden auf vielleicht überall über 80. Wir haben hier im Vorbereitungsturnier ein reines Premier League Gegnerteams, sage ich jetzt einfach mal, Arsenal, Liverpool und Everton und wir haben im Büro jetzt knapp 16,65 Millionen, da wird gleich wieder was weggehen, weil ich natürlich noch Verträge wieder mal verlängern muss. 3 Spiele, 3 Siege, Liverpool 3-1 gewonnen, dann Everton auswärts 1-0 und jetzt 4-1 gegen Arsenal, also unser Team zeigt jetzt wirklich auch, dass es gegen die Hochkaräter international bestehen könnte. Auch wenn die Abwehr da wirklich noch nicht so gut ist und wir das ganze Ding auch nicht zu hoch hängen dürfen, weil es halt nur die Vorbereitung ist und auch viele Teams, beziehungsweise doch viele Teams auf ja eigentliche Stammspieler verzichten müssen, ist aber bei uns ähnlich. Also bei uns fehlt zum Beispiel der beste Spieler im ganzen Kader auch, weil er mit Spanien unterwegs ist. Besiktas jetzt der Gegner im Halbfinale, skippen wir einfach wieder direkt, es wird ein 2-0. Rodri und Gomez die Torstützen und das trotz Marisics roter Karte. Im Finale warten jetzt die Toffees aus Everton, die hatten wir ja schon in der Gruppenphase. Ich meine sogar, das war jetzt das 6. Vorbereitungsspiel, wo wir sogar alle 6 Mal die K.O.-Phase erreicht haben, also die Gruppenphase überstanden. Gegen Everton haben wir im Gruppenspiel in der 90. Minute das 1-0 gemacht. Moise Kean war da der Torschütze. Hier ist es mir völlig egal, wie das ausgeht, Leute. Ich skipp's direkt. Es wird diesmal ein 1-0 für das Heimteam. Gay ist der Torschütze. Wir waren wieder im Finale, haben damit immer noch die Durststrecke, also noch kein Vorbereitungsturnier gewonnen. Aber jetzt setzen wir uns an die Transfers
und ich hoffe endlich mal auf richtige Transfer-Coups und nicht wieder auf Stillstand bei jeder Transferverhandlung. Hier waren 77 Millionen angenommen und dann wieder Stillstand. Und das ist das, Leute, was mich hier so ankotzt, was uns immer wieder zurückwirft und uns nicht wirklich nach vorne bringt. Córdoba 77 Millionen, Jungs, das Geld wäre gut gewesen, holen wir dann 80er fürs linke Mittelfeld und holen dann hinten vielleicht auch mal noch ein, zwei Positionen, wo wir uns upgraden. Aber so ist es halt eine absolute Frechheit. Ja, hier das nächste, es geht genauso weiter. Und ich sag's euch ganz ehrlich, wenn wir es in der Saison jetzt nicht schaffen, richtig viel Geld einzunehmen, werde ich die STG hier abbrechen, Leute, weil so hat's für mich gar keinen Wert mehr. Ich sitze hier mittlerweile insgesamt jetzt schon 8 Stunden an der Rapid STG und es geht nichts nach vorne. Und ja, okay, ich habe mich selber drauf eingelassen, aber das ist sowas von eine Frechheit, dass es jedes Mal wieder zum Stillstand kommt bei Transfererlösen, die jetzt nicht unbedingt so viel unterscheiden sind. Ja, Jungs, und es geht genau so weiter. Córdoba wieder nochmal, dann hatten wir Fornals und wir hatten Maresic. Ja, im Endeffekt steht ja dann immer Übereinkunft. Vielleicht wird das Ganze bei Moise Kean über die Bühne gehen, aber sowas wie Bergwijn, das jetzt aktuell noch läuft, wird eh wieder nichts. Natürlich steht hier schon 52,5 Millionen. Ich will den Spieler aber auch nicht unter der Forderung hergeben, wo wir eigentlich hätten dann bekommen können. Also ein bisschen müssen wir da schon verhandeln. Ich sehe da definitiv die Schuld bei FIFA, weil ich kann es mir nicht, ich weiß gar nicht warum. Ja, die nehmen es an. Warum zur Hölle sollen die dann doch noch sagen, nö, wir haben doch keinen Bock, wir konnten uns nicht einigen. Und wenn das hier an den Spielern liegt, ist es genauso unrealistisch. Warum bringt man sowas mit in den Karrieremodus? Ich verstehe es ja bei Spielern wie zum Beispiel einem Weidenfeller oder so, der bei dem Team schon immer spielt oder zumindest schon lange und dort dann halt einfach nicht weg möchte. Dann verstehe ich das. Aber da geht es ja auch nicht um eine heftige Ablösesumme. Bei uns aber ist das wichtig, um hier jetzt einfach auch mal ein bisschen nach vorne zu kommen. Und deshalb hoffe ich, dass da jetzt dann auch mal ein paar Angebote angenommen werden, die richtig viel Kohle einbringen. Weil sonst sitze ich hier noch am Sonntag. Leute, guckt euch den Transfer zum Beispiel mal an. Wird mir gerade vorgeschlagen als auslaufender Vertrag. Ja, 2-3 Tage vorher hätte ich den verpflichtet. Für 28,5 Millionen von Bremen gekommen. Das ist nicht mal die Hälfte vom eigentlichen Marktwert. Und genau solche Transfers benötigen eigentlich wir. Aber Leute, wie oft soll ich es eigentlich noch sagen? Es ist alles immer wieder das Gleiche. Bei Bailey läuft der Vertrag aus. Um den aber verpflichten zu können, müsste man mal einen Top-Abgang haben. Ja, endlich der erste Abgang. Moise Kean bringt uns 33,5 Millionen aufs Konto. Ja, immerhin. Und davon hole ich jetzt Jan Fiete ab, weil bei dem läuft der Vertrag aus und den bekommt man da im Verhältnis auch noch ziemlich billig. 41,5 Millionen ist dennoch ziemlich heftig, aber wir haben natürlich hier einen Spieler, der auch jetzt mit erst 22 schon die 83 hat und ich glaube ein Potenzial bis auf die 88, vielleicht auch 89, ich bin mir da nicht ganz sicher. 5-Jahres-Vertrag und endlich haben wir jetzt auch mal einen richtig starken Spieler, wo ich wirklich auch ganz getrost sagen kann, hey, den könnte ich mir vorstellen, dass wir den in 2-3 Saisons für über 100 Millionen verkaufen. Oh, die nächste Nachricht. Was ist denn hier los? Bergwijn ist verkauft. Es geschehen noch Wunder hier. Es ist unfassbar. Ja, Ablösesumme 67,2 Millionen zu AS Rom. Kaum dreht man mal ein bisschen durch. Klappt da auch was? 60 Mille aufs Konto. Das ist doch richtig. Genau so will ich sehen und nicht anders. Und hier bei Caldames würde ich zwar gerne noch ein bisschen mehr verlangen, aber ich glaube, ich nehme das jetzt erstmal an. Weil wenn es da wieder zum Stillstand kommt, dann drehe ich durch. Was ist hier anfangs? 35? Ah, Leute, ich probiere noch ein bisschen rauszuhandeln, weil 2-3 Millionen sind bei uns halt extrem wichtig. Ich glaube zwar nicht, dass wir von dem jetzt übrig bleibenden Geld Leon Bailey holen können, dennoch probiere ich es einfach mal. Okay, wir waren jetzt mal wieder am Limit angekommen, deshalb die krumme Zahl an der Ablöse 72,5. Ah, ich glaube, das wird dennoch ziemlich knapp, was das Gehalt halt angeht. Aber wir gehen einfach mal rein. Im Notfall warten wir eine Woche. Bis dahin haben wir vielleicht dann Caldames verkauft und dann wird dem Transfer nichts mehr im Wege stehen. Ja, Leute, das wird nicht klappen. Er will 140.000 Gehalt bei knapp 2 Mille Einstiegsbonus. Müssen wir jetzt beenden und dann treffen wir uns einfach eine Woche später nochmal mit Leverkusen in der Hoffnung, dass er da natürlich dann noch bei Leverkusen spielt. Und Thomas Chanto ist verkauft. Hätte ich einfach nur einen Tag gewartet, hätte ich jetzt Bailey holen können. Ich hoffe, dass bereue ich nicht. Ja, das waren ja auch 10,2 Millionen zum FC Fulham. Ist auch ordentlich viel Geld. Jetzt haben wir 83 Millionen und es laufen immer noch Angebote für Caldames und ich hoffe irgendwann auch noch für eine Fornals oder ein Rodri. Okay, Leute, jetzt haben wir tatsächlich sogar noch ein bisschen weniger ausgehandelt. Zwar 5% Weiterverkaufsgebühr, aber nur 70 Millionen Ablöse für Bailey. Der ist 25 und hat ein 88er Rating und normalerweise... Also hoffe ich, dass das Geld jetzt reicht. Und das reicht in Anführungszeichen sogar ziemlich, ja, also auf jeden Fall ordentlich, Leute. 2 Mille Einstiegsbonus, diesmal wieder da ein bisschen mehr, will aber nur 150.000 Gehalt und unterschreibt für 4 Jahre. Wir sehen jetzt dann hier auch die Playoff-Runde, es wartet Shamrock Rovers. Und da sollten wir mit unserem Team normalerweise bestehen.
Wir haben jetzt noch 6,5 Millionen und ich habe hier mal Palencia gescoutet. Der ist vom FC Barcelona B, hat ein 79er Rating, wahrscheinlich nicht das beste Potenzial, aber da würden wir uns trotzdem im Vergleich zu Turnwald um 5 Ratingpunkte verbessern. Und der Spieler hat eine 4 Millionen Freigabesumme, die zahlen wir. Und jetzt hoffe ich, dass die restlichen 2,5 reichen, um den ganzen Vertrag hier klar zu machen. Das reicht tatsächlich alles, nicht mal 200.000 Einstiegsbonus, nur 17.000 Gehalt und wir haben immer noch über 1 Million Euro übrig. Also haben wir jetzt tatsächlich einen weiteren Neuzugang. Valencia ist hier Rechtsverteidiger, also den Anfangsbuchstaben tauschen zu Valencia und den Verteidiger für Manchester United würde ich auf jeden Fall akzeptieren. Und wenn wir hier mal aufs Tempo schauen, als Außenverteidiger, Antritt und Sprintgeschwindigkeit 89, richtig stark. Die zwei einzigen Positionen, ja, hier mit Tirpan und Bolingoli, wo ich jetzt sage, da hätte ich noch Bock auf jeden Fall mal was abzugraden, aber die Offensive ist absolut krank. Macht sich hier nur leider nicht wirklich bemerkbar. Das Heimteam gewinnt 2:1 und Fornals zum Glück noch mit dem Anschlusstreffer, sodass wir im Rückspiel doch noch ein paar Möglichkeiten haben. Und wir haben Dario Marisic verkauft für nur 14,3 Millionen, aber das ist Geld, was wir auf jeden Fall brauchen. Eigentlich jetzt für einen neuen Innenverteidiger, nur kommen wir damit 12 Millionen nicht wirklich weit. Wir müssen hoffen, dass wir da noch irgendwo einen anderen verkaufen, ansonsten muss da halt ein Ersatzspieler in die Innenverteidigung. Rückspiel jetzt zum Einzug in die Königsklasse. Wir brauchen auf jeden Fall mal am besten direkt zwei Treffer, um da ein bisschen auf der sicheren Seite zu sein. Ich hoffe, das schafft unser Team, muss es eigentlich mit der Offensive. Fornals macht das 1-0 in der 18. Spielminute und somit stehen wir da schon mal ganz gut da. In der aktuellen Situation wären wir dann tatsächlich auch weiter, aber die Gäste müssten nur einmal treffen, dann sind wir wieder unter Druck. Am besten deshalb machen wir einfach das zweite, haben somit dann ein bisschen mehr Sicherheit. 70 Minuten sind rum. Es passiert nach nicht wirklich was. 5 Minuten vor dem Ende bleibt es dann auch bei dem 1-0. Also ein ganz, ganz knappes Ding. In der Gesamtwertung ist es auch ein 2-2. Und wir sind trotzdem weiter, weil wir das eine Auswärtstor geschossen haben im Hinspiel. Ziemlich glücklich, umso unglücklicher dann für Shamrock, aber wir sind in der Champions League. Wir haben jetzt folgendes Problem, es ist bereits der Transfer Deadline Day und wir haben natürlich hier viele Spieler in der Transferzentrale, bei denen aber allen der Vertrag ausläuft. Bedeutet, dass wenn wir die verpflichten wollen, wir es in der Wintertransferphase nicht mehr tun können, weil wir es da dann nur noch per Vorvertrag machen könnten. Finde ich natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil ich halt hier gerne noch einen Spieler dann im Winter gekauft hätte, wenn da dann natürlich ein richtig geiles Angebot reingekommen wäre für einen Spieler von uns und wir uns dann hier einen leisten hätten können. Alles natürlich nur konjunktiv, Leute. Wir haben jetzt noch ein bisschen Geld. Der einzige, der jetzt noch in Frage kommt, ist hier Ruben Duarte und deshalb versuche ich den Linksverteidiger von Deportivo, war es glaube ich, zu verpflichten. 8,2 Millionen, das war Deportivo Alaves und ja, Leute, also machen wir den Transfer jetzt mal fix. 50.000 Gehalt, 5-Jahres-Vertrag und somit jetzt der letzte Transfer, zumindest mal vorerst. Die Liste hier können wir auch komplett rauslöschen. Ich werde die ganzen Scouting-Ziele jetzt nochmal ändern und mache das Ganze nicht mit auslaufendem Vertrag, sondern ein Jahr bis bla bla bla, je nachdem, was halt dann dabei rauskommt. Vielleicht bekommen wir da ja dann krassen Spieler, der irgendwie eine Ausstiegsklausel hat oder sonst was, ist aber alles natürlich nur dann möglich, wenn wir dann wirklich auch im Winter einen richtig starken Spieler verkaufen. Transfer Deadline Day ist zu Ende, wir sind aktuell mit 7 Spielen und 7 Siegen auf Platz 1, also schon jetzt auf Meisterkurs in der Champions League. Wartet Besiktas, die kennen wir glaube ich schon aus dem Vorbereitungsturnier Halbfinale, es wartet Zenit und es wartet Paris Saint-Germain, also alles keine leichten Gegner, aber wir schauen einfach mal. 1. Januar, unser Team ist in der Offensive auch nicht gerade schlecht, vielleicht bestehen wir ja. Januar, mittlerweile die 6. oder 7. Saison, ich glaube die 6., ne? Also 6. Mal Wintertransferphase, wir blicken einfach mal hier im Kalender, hat sich ja mittlerweile so etabliert bei uns hier in den STGs, Besiktas 2-2. Zenit 1-1, okay, also in der Champions League gut abgesahnt bisher, dann leider gegen PSG verloren, auch gegen Besiktas, dann nochmal gegen PSG und gegen Zenit. Haben wir noch zum Abschluss nochmal schön Sieg geholt, Leute, also 5 Punkte in der Liga sieht das Ganze so aus, dass wir jetzt schon 16 Punkte vor Sturm gerade sind und somit komplett auf Meisterkurs. Das Ganze sieht auf jeden Fall gut aus, im Österreich-Pokal sind wir noch weiter, da sitzt jetzt im Viertelfinale Austria vor der Tür. Und wir blicken mal ganz kurz auf die Champions League Gruppenphase. Vielleicht sind wir ja doch noch Dritter geworden, sorry. Ich habe gerade gesehen, Zenit ist Zweiter, okay. Naja, also gleich viele Punkte wie Besiktas. Und wegen nur einem Punkt sind wir doch nicht weitergekommen, Jungs. Also es war ziemlich eng, ist aber nicht so wild. Raus aus allen internationalen Wettbewerben. Und jetzt setzen wir uns an eventuelle Transfers, nur wenn es welche gibt. Achso, noch ganz kurz unser Team. Bailey ist ja gleich geblieben, okay. Das sieht aber jetzt gar nicht so wild aus. Palencia hat die 80 erreicht. Ich habe jetzt bemerkt, dass ich den Neuzugang Duarte oder wie der heißt, gar nicht spielen lassen habe, weil ich so dumm bin. Ah doch, okay, der ist verletzt. Ich dachte schon, Leute, und Gomez hat auch die 80. Also angenommen, Fornals würde verkauft werden, könnte man Gomez dahin stellen und dann von den Einnahmen die komplette
komplette Abwehr umschmeißen. Und endlich ist es soweit, Iñigo Córdoba wechselt und das ja nicht unbedingt für eine hohe Ablösesumme. Ich verstehe nicht, warum das im Winter so der Fall ist jetzt dieses Mal. Die ganzen Transfererlöse, beziehungsweise steht ja immer dran, so und so viel von bis kann man verlangen. Ja, da ist das Ganze jetzt einfach mal 20 Mille runtergegangen, aber knapp 50 trotzdem noch eingenommen. Der darf jetzt dann auch weg. An die Stelle kommt Angel Gomez, weil der kann auch auf der linken Flügelposition spielen. Somit lassen wir das hier vorne und nehmen das eingenommene Geld jetzt für die Abwehr. Okay, Leute, ich habe jetzt ein paar Spiele beobachtet. Bei ein paar ist es auch noch nicht ganz zum Ende des Scouting-Berichts gekommen, aber dennoch bin ich ganz sicher, Kieran Tierney, der mittlerweile hier bei Levante spielt, zu verpflichten. Der hat nämlich eine Freigabesumme von 33,7 Millionen und das können wir uns natürlich leisten, spätestens nach dem Verkauf von Córdoba, und das ist sogar knapp 5 Millionen unter dem eigentlichen Marktwert des Schotten, den holen wir jetzt auf jeden Fall. Transfer unter Dach und Fach gebracht, 71.000 gehalten, nicht mal 1 Million Einstiegsbonus, 5-Jahres-Vertrag von Levante aus Spanien, jetzt zu uns nach Österreich. Und natürlich auch direkt in die Startelf mit einem 86er Rating. Angenommen, Früchtel geht noch auf die 83 ungefähr und wir haben es nächstes Jahr so weit, dass wir hier einen neuen verpflichten können, vielleicht auch hier noch oder nochmal für Palencia, dann ist das schon ein richtig starkes Team und vor allem halt auch mit unserem zentralen offensiven Mittelfeldspieler, der auf der 89 ist. Aber jetzt, Leute, haben wir noch knapp 10 Millionen, okay, für einen Neuzugang wird es da ein bisschen kritisch, ich schaue mich aber nochmal um. Ich will jetzt hier aber nichts überstürzen, wir haben jetzt hier noch knapp 10 Millionen, die werde ich jetzt auch mal mitnehmen, bis in die, ja, nächste Monatsphase, weil ich jetzt einfach nochmal 24 Tage brauche, bis dann die Scouting-Berichts da sind für die Spieler, für die ich mich jetzt interessiere, ich simuliere da einfach mal hin und dann, wenn es da noch zu dem Transfer kommt, stelle ich die euch natürlich vor. Wir haben jetzt hier ein Transferangebot für einen Innenverteidiger von Chelsea. Conte war da. Es geht um Ampadu. Der hat jetzt schon eine 75, Leute, und hat auch ein richtig starkes Potenzial von 85, 2 Millionen. Und unseren Ersatzkeeper haben wir dagegen gegeben, weil die wollten unbedingt einen Keeper. Ich werde den Transfer jetzt fix machen und vom restlichen Geld vielleicht noch Pissek holen, wenn das Geld dann reicht. Natürlich alles klar. 69.000 Gehalt bei knapp 1 Mille Einstiegsbonus. Der Innenverteidiger jetzt vom FC Chelsea zu uns und somit natürlich auch direkt Stammspieler. Natürlich wechselt dann der Spieler erst zur nächsten Saison. Es ist ja keine Transferphase. Wir versuchen hier jetzt mal noch Bissek zu verpflichten. Der ist mittlerweile bei Lyon. Eigentlich ist er beim 1. FC Köln unter Vertrag. In Real Life natürlich. Und deshalb probieren wir hier jetzt einfach mal ein bisschen mehr, Leute. 3,3. Wir haben das Gehalt auf jeden Fall. 3,4. Nehmen wir an. Den Transfer mache ich jetzt auch nochmal kurz perfekt. Somit ist das dann auch der letzte Transfer. Knapp 40.000 Gehalt. Eine 500.000 Einstiegsbonus. 5-Jahres-Vertrag. Der deutsche Innenverteidiger. Jetzt von Frankreich zu uns nach Österreich. Und damit fallen auch die zwei hier wieder weg. Die zwei haben wir jetzt gekauft. Die kommen dann zur neuen Saison. Und da freue ich mich schon drauf. Und apropos neue Saison. Da gehen wir direkt hin. St. Pölten, der letzte Spieltag. Da haben wir nochmal 2-1 verloren. Sollte sich normalerweise nicht unbedingt bemerkbar machen auf der Tabelle. Und genauso ist es mit 83 Punkten, 18 Punkte Vorsprung auf Austria. Sind wir hier dann auch Meister, dürfen nächstes Jahr also wieder in die Qualifikation der Champions League. Hier haben wir im Elfmeterschießen Viertelfinale dann leider 5:4 verloren. Nach regulärer Spielzeit war es 2:2 gestanden. Das hier ist unser Team, Leute. Einfach nur geil. Also wie gesagt, Leute, nächstes Jahr müssen wir dann schauen, dass wir vielleicht Caldames, Gomez und in der Abwehr auch noch ein bisschen was verkaufen, sodass wir da dann ordentlich aufstellen können. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Es kommen ja auch noch 2 Neuzugänge mit Bismack und mit Ampadu heißt er, glaube ich. Und ja, deshalb, direkt 7. Saison mittlerweile schon. Das dauert absolut ewig. Start in Saison Nummer 7, FC Sevilla, Vinasur und Tolucca sind die Gegner im Vorbereitungscup. Das hier ist unser Team. Transferbudget haben wir jetzt schon 30 Mille. Endlich mal ein bisschen höher. Ich werde jetzt auch direkt alle Verträge verlängern und natürlich auch den einen Neuzugang zumindest hier in die Startelf holen. Das ist hier Ampadu, wobei der aktuell vom Rating noch hinter Tierpan ist und das lasse ich jetzt einfach mal so. Gucken wir einfach, wie sich das ganze Ding hier weiterentwickelt. Unser Team sieht krass aus und mit dem Geld plus eventuell weitere Verkäufe lässt sich da definitiv was machen und das Team auch Champions League reif gestalten. Okay Leute, das erste Freundschaftsspiel findet hier jetzt nicht statt. Ich dachte, ich musste absagen, aber das gegnerische Team musste absagen, wegen zu wenig Spieler im Kader. Das Ganze hatte ich ja schon mal in meinem Fail-Video angesprochen, dass ich das auch schon einmal hatte, jetzt das zweite Mal. Und wir hatten das ja tatsächlich auch schon mal von vielen Abonnenten bei euch, weil ein paar haben mir das eingeschickt, dass der gegnerische Verein einfach nicht antreten konnte. Ganz komisch. Und somit ist das jetzt ihr erstes Freundschaftsspiel von uns. Es wird ein 1-1 vor Nals trifft. Das ist wichtig, weil wenn der anfangs der Vorbereitung trifft, steigt das so ein bisschen die Interesse anderer Teams.
Jetzt kommt der FC Sevilla, die haben beide Spiele 3-0 gewonnen. Ich denke, Winazur musste auch gegen Sevilla absagen. Wenn wir das Ding gewinnen, gehen wir als erstplatziertes Team durch. Wir simulieren das Ding zu Ende. Es wird ein 3-0. Fornals wieder, Ljubicic und Palencia ist leider verletzt. Also Sevilla deutlich dominiert. Jetzt kommt Neapel. Lauter Teams, mit denen ich mich natürlich messen muss und auch messen will, um dann einfach zu sehen, hey, hat man international vielleicht die Möglichkeiten? Wir wollen in die Champions League, jetzt auch noch ein paar Transfers tätigen und dann möchte ich eigentlich auch die Gruppenphase überstehen. Bailey hat eröffnet. Es wird ein 2-1 dank dem Doppelpack vom Jamaikaner und somit warten wir jetzt im Finale. Okay, Lazio oder Sevilla? Da ging es ins Elfmeterschießen. Lazio hat es dann also im Elfmeterschießen geschafft und wir überzeugen bisher brutal. Das gefällt mir richtig gut, müssen aber auch auf keinen Spieler verzichten. Also alles sind fit und somit sieht man dann tatsächlich auch, dass wenn das Team beisammen ist, wie auch gegen Teams wie Neapel oder dann auch zuvor in der Gruppenphase Sevilla gewinnen können. Wieder Bailey, wir skippen das Ding. Es bleibt beim 1-0. Das erste Mal in der 7. Saison gewinnen wir das Vorbereitungsturnier. Also haben wir jetzt 38 Millionen. Ich habe hier schon ein paar Spieler beobachtet, die auf jeden Fall als Neuzugänge in Frage kommen. Dafür müssen wir aber erst Spieler verkaufen. Deshalb warte ich jetzt auf Angebote. Spieler Nummer 1 ist verkauft. Bolli Bolingoli wechselt zum FC Middlesbrough. Ist zwar eine ordentliche Ablösesumme, aber nicht die Ablösesumme, die ich mir hier in der Transferphase erhoffe. Ich will hier Dinger, die über 50 Millionen gehen. City braucht jetzt ein bisschen Bedenkzeit. Es geht hier um Benjamin Henrichs Rechtsverteidiger. Wir bekommen den eventuell unter dem Marktwert. Der will nur leider auch megamäßig viel Gehalt, also mehr als unbedingt 36 bis 7, 38 können wir jetzt normal noch nicht bieten und sie wollen 44,2, ich verhandle da nochmal. Wobei, ich lasse das jetzt aus, ich habe nämlich gerade mal das Budget angepasst und gemerkt, das reicht nicht, selbst wenn wir dann nur auf 36 Millionen kommen sollten, was sie ja jetzt zuvor abgelehnt hatten, selbst dann reicht es uns nicht, Benjamin Henrichs zumindest jetzt aktuell zu verpflichten und deshalb brauche ich weitere Transfers. Okay, wir haben Spieler verkauft, Angel Gomez wechselt für 30,6 Millionen zu Stoke City, ist zwar eigentlich ein Stammspieler gewesen, aber da müssen wir jetzt dann halt vorübergehend mit Hinestrosa, ist ein freier Spieler, den ich damals geholt habe, jetzt hier auskommen, können wir auch, dafür haben wir jetzt das Geld, um Henrichs zu holen, und den will ich unbedingt. Aber Leute, soll ich doch noch für einen Flügel was machen, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, hier dann versuchen Kai Havertz zu verpflichten für den rechten Flügel oder fürs rechte Mittelfeld. Bailey kann glaube ich auch links spielen oder ist das so oder so besser links aufgehoben. Dann können wir jetzt erstmal mit der Verteidigung noch warten, weil wir da halt jetzt in Anführungszeichen einen 81 gerateten Spieler stehen haben und wir jetzt vorne halt nur einen 71er. Deshalb versuche ich jetzt glaube ich mal Havertz zu verpflichten. Ich hoffe, nehmt mir das jetzt nicht zu übel, aber in der Offensive brauchen wir auch was Besseres. Okay, die nehmen den Vorschlag jetzt hier an, Leute. Wir waren wieder an der Grenze von unserem Geld, deshalb ist das alles so ungerade hier. Knapp 62 Millionen. Gehalt haben wir normal noch und das sollte jetzt funktionieren. Ja, tut's auch. Wenn auch wieder denkbar knapp. 5-Jahres-Vertrag, 135.000 Gehalt. Der verdient jetzt 30.000 mehr als zuvor bei RB. 1,7 Mille Einstiegsbonus. Havertz ist da. Was zugleich dann auch wieder eine Formationsänderung mit sich zieht, weil Bailey linkes Mittelfeld ist und da hat nichts mit Flügel leider mit zu tun und bei Havertz ist das das gleiche und da ich nicht unbedingt will, dass die jetzt auf Flügel spielen, wenn sie auf dem Mittelfeld besser aufgehoben sind, habe ich umgestellt. Havertz rechts, Bailey links. Die Offensive ist absolut krank und auch noch Rodri, Tierney oder Früchtel. Ich will mal sagen, wenn man wirklich noch ein paar Schwachstellen suchen will, dann hier Neuzugang Apandu, Galdames, Palencia oder Türpan. Zwei wichtige Spiele stehen jetzt an, erstes Mal auswärts. Rosenborg, wir müssen also hier ran in die Champions League Qualifikationsrunde und ich hoffe, wir bestehen hier im Hinspiel einigermaßen mit einer richtig guten Ausgangslage. Ist eigentlich zu erwarten, nein, Früchtl ist verletzt und da muss Haas rein. Haas hat glaube ich nur ein 60er Rating, ich könnte mich aber auch irren. Ich hoffe, dass bei Früchtl nichts weiter Schlimmes passiert, weil wir den Keeper ja letztes Jahr im Tausch für Ampandu plus 2,5 Millionen glaube ich abgegeben haben. Aber jetzt Rosenborg in Unterzahl, ich will dennoch ein Auswärtstor, wäre ich ziemlich dankbar dafür, dass wir dann im Rückspiel einfach ein bisschen bessere Möglichkeiten haben. Es passiert glaube ich auch noch ein Tor, 5 Minuten vor dem Ende, ja, vorne als 89. Der macht das Ding, ganz ganz wichtig. So langsam haben es also auch die anderen Teams bemerkt, dass die Transferphase in der Woche endet und jetzt kommen hier innerhalb kürzester Zeit 3 Angebote rein, zum Glück, weil es ist bisher wirklich gar nichts passiert, was Transfers angeht. Rückspiel aber jetzt gegen Rosenborg, die 1-0 Niederlage aus Sicht der Gäste hier, macht natürlich für uns einen richtig guten Eindruck. Fornals macht wieder ein Tor, Minute 4 und jetzt braucht Rosenberg 2 Tore, um überhaupt noch weiterzukommen. Das Ganze ändert sich, wenn wir weitere Tore schießen, das macht Fornals mit einem Doppelpack zwischenzeitlich. Jetzt braucht Rosenborg 3, wir skippen das Ding, es wird ein 4-0, Kaldames und Bailey treffen noch und somit souverän 5-0 in der Gesamtwertung, jetzt qualifiziert für die Königsklasse. Naja, mehr oder weniger, Rodri ist dann doch keine Einigung erzielt, aber bei Palencia bedeutet, hier bekommen wir vielleicht Geld und
und wenn Duarte über die Bühne geht, auch noch, sodass wir dann hinten rechts auf jeden Fall doch noch einen neuen Rechtsverteidiger verpflichten können und dann auch müssen, weil wir da dann wieder eine Lücke haben. Okay, Palencia ist verkauft, ich warte immer noch auf andere Transferangebote, für Tierpen ist noch eins da und auch für Caldames. Wir haben aber leider schon den Transfer-Deadline-Day, deshalb ist es da wahrscheinlich zu spät, um da jetzt dann noch Spieler zu kaufen. Duarte ist dann auch verkauft, gibt nochmal 17 Millionen und jetzt will ich hinten rechts auf jeden Fall noch einen neuen Spieler. 36 Millionen abgemachte Ablösesumme für Benjamin Henrichs und jetzt machen wir den Fix, da darf jetzt nichts mehr im Weg stehen. 5-Jahres-Vertrag, 190.000 Gehalt bei knapp 2,5 Millionen Einstiegsbonus. Henrichs ist jetzt aber da. Es passiert dann leider doch nichts mehr auf dem Transfermarkt. Es gibt noch einen Spieler mit Vitinho, 83er Rating, der hat einen Marktwert von 25 Millionen, bei dem läuft der Vertrag auch aus, aber der hat noch eine richtig niedrige Ausstiegsklausel von nur 7,3 Millionen, den wollte ich jetzt eigentlich noch verpflichten, geht aber leider nicht, weil wir das Geld dazu nicht haben. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen, hier unten 7,3, wäre absolut lecker, Jungs, wenn der noch gekommen wäre, aber so haben wir hier jetzt natürlich wieder alles Spieler, bei denen der Vertrag ausläuft und wir sie so mit dem Winter nicht kaufen können, sollte da natürlich noch einer verkauft werden, aber jetzt gehen wir erstmal in den Winter. Hier wäre jetzt noch ein Transferangebot für Leon Bailey. Ich guck mal, ob ich da verhandeln will, aber 85 Millionen, das ist mir definitiv zu wenig. Also wenn die hier von mir aus 130 oder so zahlen, dann gerne, aber sonst nicht. Manchester City wird das eh ablehnen. Beim restlichen Spielern war dann auch leider alles Stillstand. Die Gegner der Königsklasse will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wir gehen mal kurz hier auf den Kalender. Es wartet Genk, ein machbarer Gegner. Neapel haben wir in der Gruppenphase vom Vorbereitungsturnier so geschlagen. Und dann haben wir Real Madrid, also Neapel und Madrid, zwei richtige Kracher. Da ist nichts selbst entschieden, aber wir haben alles selbst in der Hand und haben die Qualität dazu. 1. Januar, Leute, wir blicken zurück auf die ganzen Spiele. Wir hatten Genk zur Eröffnung 2-1 gewonnen, Neapel 2-1 gewonnen, okay, schon mal richtig gut. Dann 5-1 Klatsche gegen Madrid, 3-0 gegen Genk, dann nochmal Madrid gewonnen tatsächlich 2-1 und dann Neapel verloren, aber das müsste normalerweise die K.O.-Phase sein. Das ist unser Team zum aktuellen Zeitpunkt absolut heftig. In der Liga wieder unangefochten auf Platz 1, Österreich-Pokal müssen wir noch spielen, schauen wir jetzt mal ganz kurz auf die Champions League und ja, wir sind weiter und treffen auf AC Milan. Und endlich ist es soweit. Pablo Galdames, seit der ersten Saison dabei, verlässt jetzt den Verein, wechselt zum FC Watford. Wir brauchen dann natürlich einen neuen zentralen Mittelfeldspieler, der so knapp 35 Millionen kosten darf. Ich hoffe nur nicht, dass das jetzt ein Fehler war und wir für das Geld keinen gleichwertigen Ersatz bekommen. Der jetzt nächste Neuzugang und auch nötige Neuzugang anstelle von Galdames könnte Eric Dier werden. Die abgemachte Ablösesumme beträgt 34 Millionen. Geht alles klar, 105.000 Gehalt, 3-Jahres-Vertrag für den Engländer und somit haben wir dann auch die Position um 2 Ratingpunkte abgegradet. Daher kann Innenverteidiger wie auch Sechser spielen, kommt dann natürlich in die Startelf und verstärkt unser Team da wieder deutlich, jetzt im Vergleich zum Ljubicic, der war da zuvor drin, natürlich ist das nicht geplant gewesen. Und das ist unser Team, das jetzt in die K.O.-Phase gegen AC Milan in der Champions League ran darf. Hier sind wir dann also, Atletico Madrid, Besiktas und Liverpool waren die Gegner von Milan im Vorbereitungsturnier, nee halt, in der Champions League. Und da Erster zu werden, definitiv Respekt. Wir schauen mal auf das Team. Ja, okay. Paar Spieler dabei, die natürlich auch ein heftiges Potenzial haben, wo ich sage, hey, die sind völlig zu Recht jetzt dann auch hier Platz 1 geworden in der Gruppenphase. Amiri, Suso, Origi, wie sie nicht alle heißen. Starkes Team. Wir führen aber mit 1-0 dank Leon Bailey in der 33. Spielminute. Und am besten bekommen wir hier kein Gegentor und gehen mit dem 1-0 ins Rückspiel, wobei ich das glaube jetzt nicht für Möglichkeit. Havertz, okay, aber es passiert glaube ich noch das 2-1. Ja, es passiert noch, ja, Suso. So viele Wechsel direkt nach dem Tor, aber wir gewinnen das Hinspiel und haben fürs Rückspiel alle Möglichkeiten. Rückspiel in Mailand. Am besten schießen wir früh in 1-0, weil Milan muss so oder so treffen, aber mit dem 1-0 wären die Italiener weiter. Wenn wir aber treffen, brauchen sie weitere 2 Tore. Mit einem 0-0 wären wir weiter. Origi macht das erste und somit aktuell Stand jetzt Milan das Team, was ins Viertelfinale einzieht. Deshalb hoffe ich hier immer noch auf ein Auswärtstor von uns. 50 Minuten sind bereits rum. Die können von mir aus auch noch ein zweites schießen. Ich brauche nur eins jetzt in erster Linie auf jeden Fall mal. 70 Minuten sind rum. Tierney, da ist es. 71. Ganz, ganz wichtig. Geht's in die Verlängerung oder sind wir weiter? 3, 2, 1. Yes! Wir sind eine Runde weiter, Leute. Viertelfinale. Wir schlagen Milan in der Gesamtwertung 3-2. Denkbar knapp. Aber trotzdem nehme ich das mit. Und im Kalender habe ich jetzt gesehen, es wartet Real Madrid, die Königlichen, den Gegner, den wir schon aus der Gruppenphase kennen. Madrid natürlich qualitativ das deutlich bessere Team. Die haben auch Bayern jetzt geschlagen in der Gesamtwertung mit 5-3. Das ist ordentlich. Und bis auf Varane ist da kein einziger Spieler mehr übrig geblieben zu der Elf, die wir aktuell natürlich noch im Kopf haben. Donnarumma, Maffeo, Christensen, Gaia, Munoz, Sanson, Thielemann, Sterling, Belotti und Balde Diao ab in der 42. mit der Führung für uns. Und dann Balde Diao direkt
direkt aber mit dem Ausgleich und somit ist für Madrid wieder alles geregelt. Bailey aber in der 66. jetzt mit der 2-1-Führung für uns und das gut vor dem Ende immer noch zu halten. Ja, okay, Hinspielsieg 2-1 wie auch zuvor gegen AC Milan, genau war es, ich musste gerade überlegen. Und Madrid haben wir auch in der Gruppenphase daheim 2-1 geschlagen, nur leider war das Rückspiel dann eine Blamage. Gut, was heißt eine Blamage? Ein 5-1 gegen Madrid kann schon mal passieren, aber wenn man bedenkt, was wir gerade aktuell für ein heftiges Team haben, ist das eigentlich ziemlich unrealistisch, dass wir so nochmal abgeschossen werden, auch wenn das gleiche Team genau in der Konstellation schon mal gegen Madrid gespielt hat. Mittlerweile haben wir jetzt also 3 Spiele gegen die Königlichen, 2 davon gewonnen und 1 ganz hoch verloren. Das soll sich jetzt ändern, die negative Statistik soll nicht weiter negativ werden, beziehungsweise was heißt negativ? 2 Siege zu einer Niederlage ist ja für uns durchaus positiv. Santiago Bernabeu Belotti eröffnet früh für die Königlichen in Minute 16 und somit ist für uns das ganze Ding Stand jetzt hier Endstation. Wenn wir aber treffen, braucht Madrid noch ein weiteres Tor und selbst wenn die treffen, brauchen wir nur eins. Also es ist noch alles offen. Und Bailey, da ist das eine Auswärtstor. Ich denke, Madrid kommt jetzt dann gleich, weil so viele Wechsel bedeutet meistens jetzt dann noch ein Tor. 80 Minuten sind rum. Ja, da wird jetzt dann noch gleich das 2-1 passieren. Ja, Belotti, ich wusste es, auch wenn ich gedacht habe, durch die gelbe Karte vielleicht nicht. Wir sind in der Verlängerung angekommen, Leute. Mit einem Tor bei uns sind wir weiter. In die Verlängerung wird es ganz, ganz knapp. Komm schon. Ja, Bailey! Bailey, der 119! Leon Bailey macht's! Oh Leute, das 2:2 katapultiert uns ins Halbfinale! Leute, ich kann's nicht fassen. Absolut krank, was hier los ist. Und jetzt sind wir im Halbfinale und somit nur noch 2 Spiele vor dem Finale entfernt. Juventus ist hier der Gegner. Was ist denn das hier? Halbfinale? Warum sehe ich hier nur ein Spiel? Ah, hier ist das Hinspiel. Juventus, die alte Dame, wir gehen rein. Bei uns sind alle Spieler fit. Juventus hat Liverpool aus dem Viertelfinale, Achtelfinale geschlagen und dann Lazio im italienischen Duell. Das Team hier, der Italiener, bis auf Rugani und Bernardeschi zusammen mit Dybala komplett verändert. Ah, Bailey! Geil! Ich habe es gar nicht gesehen, Leute. Die Commentary jetzt von diesem Spiel ist wieder komplett für den Arsch. Aber ich lasse das ganze Ding drin, Leute, weil wir hier gerade im Halbfinale sind. Und wir haben einen Auswärtstor und Henrichs kriegt die glatt rot. Es fehlt somit auch wieder da im Rückspiel. Der hat gegen Madrid schon im Rückspiel gefehlt. Mein Gott, es reicht jetzt! Aber wir sind mit einer guten Ausgangslage jetzt im Rückspiel. Leute, wisst ihr, das kommt davon, wenn man so viele Saisons machen muss, so viel redet und dann auch noch eskalieren muss, weil man gegen Madrid einfach im Viertelfinale weiterkommt und jetzt auch eine gute Ausgangslage hat gegen Juventus. Natürlich wissen wir über die individuelle Stärke der Italiener hier, aber wenn wir das ganz gut halten oder ganz gut verteidigen, dann steht dem Finale nichts mehr im Weg. Das Halbfinalrückspiel zu Hause in Wien. Und wir treffen auf Juventus, die im Viertelfinale Lazio nur besiegt haben aufgrund mehr auswärts geschossener Tore. Und wir gehen mit 1:0 in Führung. Vorne als 20. Spielminute. Und in der aktuellen Situation können wir sogar noch ein Gegentor kassieren und es würde in die Verlängerung gehen. Bruma macht das leider direkt ziemlich früh in der 45. Spielminute. Vorne als unser bester Mann im Kader muss leider verletzungsbedingt runter und somit wird das ganze Ding hier immer schwerer. 10 Minuten vor dem Ende wird es Stand jetzt in die Verlängerung gehen. Und so geht's auch da rein, Leute. Da passiert mir zu wenig gerade. Es ist so kritisch. Es könnte noch ein Tor passieren. Nein. Bailey! Ja! Bailey! Jungs, ich pack's nicht. Leon Bailey, der Mann der Verlängerung. Oh, nein! Ich komm nicht drauf klar, Jungs. In Madrid und jetzt daheim gegen Juventus. 115. Spielminute. Die 7. Saison, es ist soweit. Das Champions League Finale gegen Manchester United, das simulieren wir direkt hin und zuvor gibt es auch ein Pokalfinale, national, da müssen wir hier gegen Austria im Österreich-Pokal ins Finale. Vielleicht können wir das Triple holen, weil in der Liga sind wir schon sicher Meister. Finalspiel gegen Austria, das ist unser Team, Arp und Fornals nicht unbedingt fit, das ändert sich hoffentlich nach dem Spiel dann noch fürs Champions-League-Finale, da haben wir dann noch 2 Wochen Zeit, Henrichs ist leider verletzt, deshalb Turnwald dafür jetzt der Ersatz, Austria gegen Rapid, das letzte Derby wahrscheinlich in der STG, Bailey eröffnet direkt in der 4. Spielminute. Normalerweise müsste das zum aktuellen Zeitpunkt ein komplettes Gegenteil sein. Ja? Wir, überragendes Team, Austria wahrscheinlich nicht mehr als Mittelmaß. Bailey vor der Pause zum 2-0, das müsste auch die Entscheidung sein. Rodri macht noch das 3-0, dann Lee Kwang Yoik, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, mit dem Anschlusstreffer. Es passiert aber, glaube ich, noch ein Tor. Ja, Rodri 4-1 ist der Endstand. Wir gewinnen also den Österreich-Pokal. Ich zeige euch jetzt aber mal noch ganz kurz die Ligatabelle, weil da haben wir auf jeden Fall das Double-Stand jetzt fix.
23 Punkte vor Austria, somit das Double jetzt, Stand jetzt, habe ich gerade gesagt. Ich meine damit, dass das Triple noch möglich ist gegen Manchester United. Wir simulieren da jetzt hin. Die Red Devils warten. Die haben Manchester City geschlagen im direkten Vergleich und das ganze Ding ist ja ziemlich normal, dass man Manchester United im Finale hat. Das ist unser Team fürs Champions League Finale. Die Facecam funktioniert leider nicht, beziehungsweise das Programm der Facecam. Deshalb müssen wir ohne reingehen. Aber unser Team ist sowas von krass. Also wirklich überraschend, dass wir ins Finale gekommen sind. Wobei, wenn man bedenkt, Türpin ist kurz vor der 80, Ampadu hat auch die 77. Und die zweimal ausgenommen, haben wir ein Team, was definitiv auf ja, Weltklasse-Niveau ist. Jetzt kommt Manchester United leider ohne Henrichs. Turnwald kommt dafür in die Startformation. Wir blicken mal noch ganz kurz dann auf das Team von Manchester United. Wir natürlich in grün. United in den traditionellen rot-weißen Trikots mit schwarzen Stutzen. Bei Schauer will ich nicht spielen. Das ändere ich ganz kurz hier auf heiter. Ich hab Bock, dass gutes Wetter ist. 4 Minuten. Legende. Wir gehen rein. Ich bin echt gespannt. Ich habe eine schlechte Vorahnung, weil ich schon Kylian Mbappé gesehen habe. Also da ist auf jeden Fall was verändert. Links ist dann Anthony Martial, rechts haben wir Martins, dahinter auf der 10 ist Halilovic, auf der 6 Goretzka mit Pogba, Lato links, Bailly in der Mitte zusammen mit Romagnoli, rechts ist Tete, hinten drin De Gea. Und wir haben tatsächlich mit dem Keeper Bailly, Pogba und auch Martial 4 Spieler, die man noch so auch von vor 7 Jahren kennt jetzt hier, also 2017 in dem Fall. Und die sind jetzt 2024 immer noch dabei, der Anstoß United von rechts nach links. Und wir wollen das Ding erstmal hinten gut dicht halten und dann vorne einfach immer mal die Möglichkeiten nutzen. Und Bailey direkt hier mit dem Pressing, genauso muss es hier vorangehen. Ronalds, jetzt Bailey im 16er, Leon Bailey, komm schon, nein, was ist denn das? Spitzer Winkel, De Gea läuft irgendwie ganz komisch im Tor rum. Das war eine riesen Möglichkeit und das direkt die erste im Spiel. Fehler jetzt von United. Jan Vita Abisser. Komm Junge, push dich, nein! Der fällt erste von Bailly ab und dann nochmal. Das war die zweite dicke Möglichkeit im Spiel, Jungs. Und das stark nachgesetzt hier vom deutschen Stürmer bei uns. Aber bisher geht's so gar nichts. United, man merkt, sie wollen, kommen aber noch nicht durch. Das 1-0! 25. Spielminute, ganz, ganz wichtig, auch zu dem Zeitpunkt, weil man gemerkt hat, United ist etwas besser im Spiel, nur noch nicht mit dem Zug nach vorne und das ist Eric Dier, der ist natürlich noch bekannt bei Manchester United, jeder kennt den noch aus der Zeit bei Tottenham, aus der Premier League, also die haben schon öfter gegen den gespielt, dennoch wissen sie nicht, diese Eckentaktik hier zu verteidigen, das ist Eric Dier, der kommt hier vor Rechtsverteidiger TT zum Kopfball und macht das 1-0, viel Platz, United wirkt angenockt, Schuss, Tor, nein! Oh mein Gott, 30. Spielminute, ich glaube, das war Rodri. Oh mein Gott, die gute Möglichkeit hier, beziehungsweise die Riesenmöglichkeit, schon früh zum 2-0 zu stellen. Dennoch dürfen wir United nicht unterschätzen. Die sind jetzt zwar kurz mal von der Rolle, aber eine Möglichkeit und da passiert dann das 1-1 und plötzlich ist alles wieder auf 0 gestellt, auch wenn wir das aktuell richtig gut machen. Wir verwalten jetzt ein bisschen und es gefällt mir sehr gut, was wir machen, wenn wir im Ballbesitz sind. Das ist so ziemlich genau die Taktik, die ich mir eigentlich auch wirklich erwünsche von so einem Verein. Schöner Doppelpass, das ist Kai Havertz im 16er, Kai Havertz! Und dann gibt's sogar Abstoß, weil De Gea mit der Parade Havertz nochmal anschießt. War die nächste Riesenchance, die eigentlich zu einem Tor hier führen muss. Und United immer die gleiche Taktik. Rechts auf TT, die versuchen dann hier irgendwie Martins mitzunehmen oder sonst was. Und da kommen sie aktuell auf der Seite nicht durch, weil Rodri da richtig gut hilft. Und das Ganze auch, was den Zweikampf angeht, richtig gut macht und dann wieder den Ball direkt nach vorne spielt und so läuft's. Wir sind das bessere Team mittlerweile. Nicht nur aufgrund des Ergebnisses. Ball von Bailey in die Mitte, Direktabnahme. Richtig stark. Es ist Pause und ich kann das aktuell gar nicht so richtig erklären, aber das Spiel ist komplett auf unserer Seite. United hat anfangs ein bisschen was probiert, haben es dann nicht geschafft und das ist das Team, da lege ich mich jetzt fest, was bisher am besten spielt von allen Teams, die ich bisher in der STG gehabt habe. Nicht nur, weil wir einfach vorne gut sind, sondern weil mir das Defensive richtig gut gefällt. Ich komme mit der Spieltaktik oder mit der Spielweise hier richtig gut zurecht. Die 2-6er Rodri Dier lassen gar nichts durch. Vorne als ist ein absolut kranker Spieler in der Offensive und auch hinten drin. Das ist eine richtig geballte Teampower, die man hier dann quasi immer wieder United vors Gesicht hält. Und einfach zeigt, hey, selbst wir als Außenseiter, und das sind wir in dem Spiel, haben wir eine Möglichkeit und wir führen nicht zu Unrecht mit 1-0. Und das völlig verdient, besser gesagt. Wir haben so viele Chancen gehabt. Am besten machen wir das zweite, um da ein bisschen Nummer sicher zu gehen. United jetzt mit der Chance auf den ersten Torschuss im Spiel. Pogba Freistoß, kein Problem für Früchtl. Wir schreiben die 52. Spielminute und es war wirklich ungelogen der erste Schuss überhaupt in dem Spiel von den Gästen hier. Und genau im Gegenzug kommen wir hier links über Leon Bailey. Der verliert den Ball nicht, bleibt dran, bringt die Flanke ab, kommt dran mit Tempo.
Aber dann United auch mit geballter Team-Power hinten drin können sie das Ding klären und somit auch erstmal wieder durchschnaufen. Aber nicht wirklich sehr lange, weil wir den Ball wieder erobern. Bailey direkt in die Spitze hier, der Versuch auf Jan Fiete Arp. Der kommt da leider nicht ran. Van Bailly das Ding auch ganz gut verteidigt. Und wir aber trotzdem hier einfach nah am Mann. Das ist der Seitenwechsel von United, der hier immer wieder ein bisschen für Entlastung sorgt. Aber sonst ist das absolut stark, was wir machen. Also ich bin wirklich mehr als zufrieden und auch positiv überrascht. Und United plötzlich ganz offen hinten drin. Das ist eine riesen Konterchance. Leon Bailey, das ist auch stark gespielt. Der Jamaikaner Leon Bailey! Wieder abgefälscht, Anthony Martial muss hinten mithelfen und somit ist leider die Riesenchance hier verpufft, aber auch weil Bailey nicht mehr so fit ist, da werden wir dann vielleicht auch gleich wechseln müssen. Nochmal die gleiche Eckenvariante, die kommt jetzt hier am 16er Rand wieder runter, der ist abgefälscht, aber der geht übers Tor. Oh mein Gott, ist das ein Spielzug, Leon Bailey, probier's aus 16 Metern, Bailey, nein! Es ist der Pfosten, was war das für ein Schuss? Ball wieder auf Leon Bailey. Dann haben wir hier ein bisschen Platz, das macht da ja gut, aber dann kommt der Pass ein bisschen zu spät. Somit vielleicht mal ein bisschen Raum für United oder auch nicht. Wir sind aggressiv, wollen den Konter unterbinden und auch wenn wir dafür eine gelbe Karte kriegen würden, können wir das jetzt hier klären. Ja, wenn auch etwas glücklich, aber wir können klären und eventuell dann auch direkt die nächste Konterchance. Nein, United drückt jetzt ein bisschen die letzten 2-3 Minuten. Ball nach unten auf Martins, der probiert's, da fehlt nicht viel. Dreierwechsel jetzt bei uns, Bisse kommt. Es kommt Hinestrosa fürs linke Mittelfeld und Kvilicia ist eigentlich Stürmer. Der soll jetzt aber einfach im rechten Mittelfeld spielen. Dafür raus Havertz, von dem man nicht so viel gesehen hat. Bailey, überragendes Spiel und Türpan hat mir auch richtig gut gefallen. ManU muss jetzt dann was tun. Ja, die müssen jetzt einfach offensiver stellen. Es sind nur noch 15 Minuten. Hier ist Hinestrosa, der ist frisch eingewechselt worden. 16er Rand, Linksfuß, weiß ich nicht. Der probiert's! Wieder das Aluminium. Und ManU ist sowas von dem Glück, dass es hier nicht schon längst 2-0 steht. Nächste gute Möglichkeit. Schöne Lücke. Hinestrosa über die linke Seite. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen sollen. Der legt den Ball einfach nochmal zurück und ein kurzes Eck. Nein! Kurze Eckenvariante, die hat in Halbzeit 1 auch zum Erfolg geführt. Pass wieder zurück auf den Eckenschützen. Ganz hinten ist Bissek frisch eingewechselt worden und dann bleibt er hier bei uns. Nein! Und dann rutscht der Ball leider ein bisschen über den Schlappen, sodass er nicht aufs Tor kommt. Aber wir haben den Ball immer noch. Also ganz ruhig. Nicht verlieren. Nicht zu hektisch. Ball in die Mitte irgendwie. Nein, United schafft es jetzt mit vereinten Kräften hier zu klären. Vita ab von hinten. Das könnte die rote Karte mit sich ziehen. Wir wollten ja eigentlich nur den Konter unterbinden. Es gibt zum Glück nur die Gelb. Können wir froh drüber sein, weil in Unterzahl wäre das Ganze hier wahrscheinlich nochmal ein Stück weit spannender geworden. Und das war vielleicht auch eine Fehlentscheidung, weil es halt eigentlich nur von hinten reingeht und da war gar nichts mit dem Ball dabei. Aber United macht nach vorne null. Also wirklich, da kommt gar nichts von den Engländern. Die haben vorne keine Möglichkeit. Der eine Schuss beim Freistoß von Pogba. Ansonsten noch Martins. Und jetzt kommt sie nochmal. Und jetzt kommt sie nochmal! Ja, das kommt davon. Gerade rede ich davon. 90+3. Manchester kommt zum bis dahin völlig unverdienten 1-1 Ausgleichstreffer. Ja, wird denen natürlich völlig egal sein. Wilson ist der Torschütze. Und da war die Abwehr jetzt einmal nicht gut gestanden hier. Bissek zu große Lücke und dann ist er nicht richtig am Mann. Er will den noch klären, ist aber da zu spät dran. Früchtl hat natürlich keine Chance auf engstem Raum. 5 Meter, Wilson der Torschütze und somit nach 90 Minuten eigentlich plötzlich alles safe gewesen. Doch dann alles am Boden. Und jetzt geht's in die Verlängerung. Anstoß zu den nächsten 30 Minuten. Hier gibt's nichts mit auswärts geschossenen Toren oder sonst was. Hier zählt einfach nur das Team, was mehr Tore geschossen hat. Und wir vielleicht jetzt ein bisschen im Nachteil. Wir haben schon dreimal gewechselt, sind jetzt natürlich angeschlagen. Und da ist das 2-1, 93. Spielminute. Das ist erneut Wilson, der das ganze Ding jetzt selbst entscheidet. Und für United entscheiden stand jetzt 2 Minuten. Und sie holen die Champions League hier. Wilson 90, Wilson 93. Und wir, obwohl wir das ganze Spiel gemacht haben, plötzlich am Boden zerstört. Aber wir haben vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Bekommen wir den Ball hier irgendwie im Tor unter? Frisch ein... Ja! 98. 2-2! Ich war extra ein bisschen ruhig, Leute, weil ich nicht wusste, ob ein 72 gerateter Spieler das Ding reinmacht. Aber hier haben wir jetzt innerhalb der letzten 8 Minuten natürlich übergreifend zur normalen regulären Spielzeit und der Verlängerung 3 Tore gesehen. Und das ist absolut heftig. Wir kommen wieder über den Hinestrosa eingewechselten linken Mittelfeldspieler. Der Typ ist so gut. Der gefällt mir gut. Flanke ist auch gut.
Und United jetzt wieder plötzlich Rollentausch. Wir waren die ganze Zeit besser. Die Rolle haben wir wieder zurück. Ball raus! 3:2, 104. Spielminute. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber vielleicht haben wir genau die zwei Gegentreffer gebraucht, um hier das Ding jetzt fix zu machen. Spiel gedreht. Wir führen 3:2. Und mittlerweile das dritte Tor jetzt schon in der Verlängerung. Es ist ein Krimi hier. Es ist ein absoluter Krimi. Schön gespielt. Feature Up der Vorlagengeber. Und dann ist Torschütze hier Giorgi Quilli. Italia mit seinem ersten Champions-League-Tor. Vor allem, wie oft es hier auf und ab geht. Am Anfang die ganze Zeit gehypt, bis zur 90. war die Laune komplett ganz oben. Und dann plötzlich so nur noch im Keller bzw. im Mittelmaß. Und dann plötzlich 3 Minuten in der Verlängerung und sie war ganz unten. Und jetzt ist sie wieder ganz oben und das ist aber auch komplett verdient, Leute. Die ersten 15 Minuten sind rum. Weitere 15 Minuten trennen uns jetzt noch vom Champions-League-Triumph. Anstoß dafür. Wir natürlich unverändert. Wir können nicht mehr wechseln. Ich weiß nicht, was United schon an Wechseln alles getätigt hat, aber auf jeden Fall habe ich da nicht so viel mitbekommen. Vielleicht können die auch nochmal wechseln. Wir müssen den Ball einfach versuchen, lange zu halten. Ja, gerade sage ich, Son ist er weg. Wilson, der mir richtig gut gefällt bei United, der einzige Lichtblick in der Elf heute. Und jetzt hier Mbappé, der muss irgendwie unterbunden werden. Der Ball kommt. Bissek! Das ist eine brutale Grätsche. Unfassbar. Genau so. Kampf, Wille, Ehrgeiz. Wir wollen den Champions-League-Triumph wieder. Bissek und dann mit vereinten Kräften hinten raus oder auch nicht. United mit TT noch immer am Ball. DT, Flanke kommt, aber Früchtel. Hinestrosa kommt mit einer brutalen Grätsche. Schade, wäre fast gut gegangen. Wenn er den noch irgendwie ins Aus bekommen hätte, hätten wir hier erstmal den Ball und hätten durchschnaufen können. Aber so ist weiter United am Ball. Hier haben wir Tierney. Wir wollen den Ball jetzt irgendwie hier selber haben. Das ist Wilson. Wilson, der Mann der Stunde bei United. Zumindest, wenn man da überhaupt einen dafür benennen kann. Es ist Jan Fiete Arp alleine gegen Romagnoli. Wir laufen hier ein bisschen hin und her. Fiete Arp, irgendwann müssen wir uns für eine Richtung entscheiden. Jetzt am 16er Rand, Fiete Arp! Gute Chance, nochmal, die Chance ist noch nicht vorbei, Flanke, komm, nein, Latte, nein, 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 die nächste gute Möglichkeit, aber jetzt pfeift doch endlich ab, Freistoß Manchester United, die werfen natürlich jetzt alles nach vorne, Freistoß hier im 16er, wir können klären, Fiete ab, klär das Ding, Schiri, was ist los, Schiri, der hat noch gar keinen Bock abzupfeifen, nein, hallo, pfeif, ja, der Schiedsrichter pfeift, Leute, es ist vollbracht. 7 Saisons Rapid Wien. Einmal Champions League K.O.-Phase. Einmal Titel. Pogba am Boden zerstört. Aber es wäre auch alles andere als verdient gewesen, wenn United hier das Ding geholt hätte. Es ist sowas von verdient, dass wir das Ding geholt haben. TT hier auch am Boden zerstört. Wir jubeln natürlich. Und jetzt warten wir noch auf die Pokalübergabe. Hier steht der Pokal. Kapitän, ich weiß es gar nicht, wer es ist. Bis zu dieser Saison war es ja kalt am Mess. Ich bin echt mal gespannt. Es ist Eric Dier, genau, der Torschütze zum 1-0. Und das sind sie alle. Jeder wartet und jetzt ist der Pokal oben. Wir haben das Ding geholt in der 7. Saison. Es war absolut krass. Es war eine STG mit Höhen und Tiefen. Es hat mich meistens oder ziemlich oft mega down gemacht und mega abgefuckt. 8 bis 10 Stunden Gameplay-Datei, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist so 8:30 oder 9:30, irgendwie sowas. Und jetzt haben wir es geschafft. Das Video schaffe ich hoffentlich bis zum Sonntag fertig. Ich gehe jetzt dann gleich auch nach Köln, Leute, da dann ins Stadion. Ich habe schon richtig Bock aufs Wochenende. Hier haben wir Eric Dier, der hat sich das Ding verdient. Und natürlich auch Bissek mit überragender Leistung nach seiner Einwechslung. Das Team hat Bock, das Team hat es zum Glück geschafft und wir jetzt dann auch, Leute. Also ich hoffe, ihr entschuldigt das natürlich, wenn ich ab und zu mal ein bisschen down war bei der Aufnahme, weil es mich halt wirklich angekotzt hat, dass wir hier keine geilen Spieler verkauft bekommen haben. Ist aber nicht so wild, hier ist das Feuerwerk, bedeutet gleichzeitig, hier ist Endstation der STG. Wenn euch das ganze Ding gefallen hat, unterstützt mich gerne mit einem Daumen nach oben, schreibt auch gerne einen Kommentar und hinterlasst gerne auch ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich bin raus, Leute, hier nochmal mit der Jubelszene. Ich wünsche euch was, bis dann und ciao!